vielleicht das ein oder andere Mädchen. Und vielleicht wird es dann mal was oder so. Oder vielleicht habe ich da mal gute, noch mehr Freunde, die vielleicht auch mal bereit sind, sowas mit mir zu machen. Die vielleicht auch so nicht allzu weit weg wohnen. Aber natürlich will ich da natürlich auch niemanden belästigen oder so. Weil im Grunde genommen kommt es von selber, wenn so quasi sich jemand traut, mit mir zu reden oder so. Ist okay. Also, so schlimm würde ich es jetzt auch nicht finden, okay? Das hat. Die Runde ist schon vorbei. Heieiei. Die 8 flogen aber ganz schön schnell durch, du. Aber nee, das war's jetzt auch erstmal für ein Jahr wieder. Und so weiter. Und ich bin dann ja sowieso noch diese nächste Woche und noch die 3 Tage dann da. Dann bin ich auch im Urlaub. Aber es wird noch diese Woche am Wochenende und die Woche drauf am Wochenende gestreamt. Also freut euch drauf. Ich mache jetzt gerade nur einen Stream, weil es noch nicht so spät gewesen ist und ich Bock drauf habe gerade. Sonst würde ich gerade jetzt nicht streamen. Aber ist ja eigentlich im Grunde genommen eh keiner da. Andere Seite war fast eine Falle. Ich bin klüger als ihr. Vielleicht auch nicht. Aber jawohl. Jawohl. Mach mal für mich das, was ich nicht kann. Falsche Tür. Falsche Tür hier. Ah. Oh. Nein. Ich häng hier. Ich häng hier. Oh mein Gott. Da lang. Bimbo. Ah. Nein. Nein. Renn doch, renn doch. Ich habe viel zu viel Vorsprung verkackelt. Ja, 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 ja. Durch, 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 durch. Falsche. Richtige. Geh mal weg. Ey, geh doch mal weg, ihr Schmutzfinken. Lass mich doch. Dankeschön. Danke für die Tür. Dankeschön. Schmutzfinken. Geh mal weg. Geh mal weg. Oh, oh, jetzt kommt der Tempel. Na, schade. War schon jemand dran. Egal. War spannende Runde. Spannendes Finale. Sau wieder so einer mit so seinem scheiß Tempel da. Ist okay. Wisst ihr, aber ich habe sogar noch eine Vermutung gehabt, die sich sogar bewahrheitet hat. Wisst ihr, ich kann euch das nämlich ganz leicht erklären. Und zwar, ich war ja vorher quasi bei dem Feuerwerk gewesen und wirklich jeder, der da vorbeigelaufen ist oder quasi mich gesehen hat, der hat mich richtig angestarrt. Sogar die, wo auf der Straße saßen oder auf der Straße standen, haben mich so dermaßen angestarrt, weil ich halt quasi da alleine war und so weiter. Als ob ich so ein richtiger trauriger Lappen wäre, einfach, der niemanden hat und so weiter. So sah das aus. So haben die mich angeguckt. Und das fand ich schade. Glaubt mir. Ich bin dann vorher einfach nur noch nach Hause gegangen und so weiter. Ich habe mich da für gar nichts mehr interessiert und so. Ich wollte auch gar nicht mehr irgendwie zu Passi. Ich wollte gar nicht irgendwo noch hin. Ich wollte einfach nur noch nach Hause, weil ich mir so dachte, wisst ihr, dann noch länger auf dem Fest rumgeistern und keine Ahnung was machen. Das bringt's auch nicht raus. Was soll ich machen? Aber vor allem finde ich das voll frech von diesen Fahrgeschäft-Frauen, also die Leute, die quasi, beziehungsweise den Mitarbeitern, die quasi diese Tickets verkaufen
wenn du so ein Fahrgeschäft fahren willst und so weiter, finde ich voll frech. Damals, als ich nämlich da noch quasi bevor Corona war, habe ich immer meine Wertgegenstände bei denen abgegeben und so weiter, weil ich nicht wollte, dass sie irgendwie rausfliegen oder ich die nicht quasi während der Fahrt rausgeschleudert werden. Easy, noch reingekommen. Ich wollte nicht, dass sie rausgeschleudert werden. Und deswegen habe ich die da immer abgegeben und habe die dann hinterher wiedergeholt. Weil das Ding ist, wenn du so eine Fahrattraktion mit viel Geschwindigkeit fährst oder die vielleicht sogar etwas höher geht, dann ist die Wahrscheinlichkeit sehr hoch, dass bei dieser Fahrattraktion vor allem, wenn es nicht so eine Achterbahn ist, die so im Kreis rumgeht oder so, ist die Wahrscheinlichkeit höher, dass quasi, wie soll ich das sagen, ist die Wahrscheinlichkeit höher, dass wenn sich das Ding entweder dreht oder so quasi wie so eine Koje, quasi hoch, rüber, links, rechts sich oder überschlägt und so weiter, ist die Wahrscheinlichkeit höher, dass ihr was aus eurer Hosentasche verliert, als wenn ihr nur so eine Achterbahn fahrt, die ich vorher gefahren bin. Weil die drückt euch nur so zur Seite raus und ihr könnt nicht weiter als zur Seite rausgedrückt werden, mehr nicht. Mehr funktioniert da gar nicht. Ah, die Fahrattraktion war auch wirklich schnell gewesen, also so ist nicht. Aber da hast du wenigstens den Vorteil, du sitzt da drin und du fährst. Bei einer anderen Attraktion, dann fährt das Ding noch hoch oder geht links, rechts, oben, hoch, runter, über Kopf und so weiter. Und dann plötzlich mal, wenn gerade Leute, die eine Brille tragen oder vielleicht einen Geldbeutel bei sich haben oder sonst was. Okay, ich bin wahrscheinlich raus. Sonst bei sich was haben und so weiter, kann es gut sein, dass die quasi ihre Wertsachen verlieren. Und ich bin raus. Könnte ich eigentlich schon direkt lieben. Aber ich weiß jetzt schon, dass ich raus bin. Ja, komm. Kann man nicht mehr gewinnen. Ihr fetten Dreiecke, Alter. Ihr seid auch zu nichts nütze. Steht nur hier in der Gegend rum und macht nichts. Ja, fick dich. Ja, 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 komm, jetzt wird richtig dreckig. Ja, lol. Die manchen scheitern einfach an der Axt. An dieser. Oh nein, nein. Ich bin draußen. Ich bin so draußen. Ich werde so aus dem Leben gescheppert. Ja, komm. Kann ich raustappen? Bitte. Wenn nicht. Nee. Auf jeden Fall, da hast du wenigstens nicht so dieses Gefühl, ja, du verlierst irgendwas und so weiter, wenn ihr versteht, was ich damit sagen will. Ich fand das okay. Das Wappenschießen habe ich mir dieses Jahr auch nicht angeguckt. Ist zwar sehr schade, aber gut, ich konnte mir auch nicht alles angucken und so weiter. Und außerdem hatte ich überhaupt keine Lust und so weiter. Ich meine, es gibt Leute, die haben wirklich Spaß da unten. Und dann gibt es Leute wie mich, die hier eher streamen, hier eher YouTube machen. Und dann wahrscheinlich dann eher einen Urlaub verbringen und so weiter, um da zu chillen und so weiter. Als, ja, was anderes zu haben quasi. Ne, wisst ihr, das hat mir heute schon wieder so gezeigt. Du kannst Spaß in deinem Leben haben und so weiter, aber wie sieht es dann in deinen in deinen nächsten Jahren deines Lebens aus, so quasi? Wirst du wirklich noch das, was du machen willst, machen können? Oder wird sich dein Leben strikt auf Grund auf her verändern und so weiter? Werde ich ewig weiter ein YouTuber bleiben oder werde ich irgendwann so quasi als YouTuber komplett den Abbruch machen und auch gehen und so weiter oder aufhören quasi?
Wisst ihr, ich habe mir schon mal die Gedanken drum gemacht. So ist es nicht. Aber ich habe dann nicht mehr zu Ende gedacht, weil ich mir so dachte, okay, das macht jetzt noch eh keinen Sinn, weil es ist ja noch etwas hin. Jetzt kann ich nicht mehr sagen, es ist etwas hin, weil das wird früher oder später wahrscheinlich so sein und so weiter, weil ich später einfach gar keine Zeit mehr oder keine Lust mehr dazu haben werde, weil ich halt abends so fertig aus dem Leben gescheppert sein werde. Ja komm, gib's mir nochmal, dreckiger Scheißhammer. Du bist ein Dreckshammer, weißt du das? Ja, alle über die Mitte gegangen wetten. Wow. Was für eine spannende Runde, ey, ne? Ja, aber ich konzentriere mich auch gerade irgendwie nicht, ich weiß auch nicht. Nee, aber wisst ihr, es ist nicht so, als ob ich so quasi Fame-geil wäre oder quasi sagen würde, ja, YouTube sei mein Leben. Aber das Ding ist, mal abgesehen von der Familie und von Freunden, was hab ich eigentlich hier? Was hab ich da? Quasi, was hab ich in der realen Welt, was mich da hält, quasi? Nehmen wir es mal so. Ich meine, klar, mein Job und so weiter, das ist aber alles beruflich bedingt und so weiter. Aber das Ding ist, außer dem Routenfest, mir würde nichts einfallen. Und vielleicht noch, die Fastnet, die bei uns stattfindet. Würde mir nichts einfallen, was mein Leben überhaupt als sinnvoll erscheinen lässt. Außer diese Spiele, diese Attraktionen und die Fastnet und so weiter, gibt es nichts Erachtliches und die Zeit, die ich mit meiner Familie verbringe und mit Freunden. Sonst gibt es nichts Erachtliches. Ist so. Weil ich habe einfach noch nicht die richtige in meinem Leben gefunden und so weiter. Oder vielleicht auch der richtige. Vielleicht habe ich auch schon eine, wer weiß. Das ist das, was ich immer sage. Vielleicht tue ich euch gerade auch nur Hops nehmen und so weiter und ihr wisst nichts davon, ne? Naja, ja, nur Spaß. Aber nee, allein schon irgendwie, man muss ja einfach mal so sehen, es ist schon irgendwie traurig, wenn man so quasi, oh, scheiß Ding, Alter. Ey, ihr Fettsäcke, hört auf rumzuschubsen, Alter, ich hab da keinen Bock drauf. Och, du kleiner. Hör auf zu schucken, du fettes Kind. Nee, ich will nur darauf hinweisen, so quasi, es ist schon traurig und so weiter und... Ach, Junge, du fettes Kind. Ich will nur darauf hinweisen, so quasi, dass wirklich jede Zeit quasi... Komm schon. Ey, was ist denn das hier? Will mich jetzt eigentlich der Dinger komplett hier verarschen, oder was soll denn das? Überhüpfen. Du fettes Scheißkind, ey. Mann. Ja, komm, bin ich auch wieder raus. Ich habe es mal geschafft, ey. Oh nein. Ja, ich bin wieder raus, komm. Ja, schon wieder raus. Nur weil die auch, weil ich schon wieder durchgereicht worden bin, weil die alle so hellen auf Fettfall-Move machen. So, tschüss. Nee, aber wisst ihr, vorher, als ich da so stand und ich habe so diese ganzen Leute da so schöne Zeit miteinander verbringen sehen, dachte ich mir nur so. Ich dachte mir im Grunde genommen so, wie traurig bin ich eigentlich, Alter. Ich stehe da alleine auf dem Platz und bin halt wirklich alleine. Ist schon traurig. Ist ja wirklich traurig gewesen vorher, ey. Wisst ihr, ich hätte mir das gerne schon so aus einem anderen Blickwinkel angeguckt. Vielleicht von einer anderen Location, wo nicht so viele Leute sind. Weil da kriege ich eben immer dieses Gefühl vermittelt, so von wegen, ja, ich bin irgendwie alleine und ich habe eigentlich niemanden im Grunde genommen. Das ist halt wirklich traurig und so weiter. Damals habe ich mir das vielleicht immer mit meinen Eltern angesehen und so weiter, aber heutzutage, ja, die haben halt auch keine Zeit mehr.
müssen auch pennen gehen und so weiter. Und mein Bruder, der macht auch sein eigenes Ding. Mit dem habe ich es mir auch immer damals angeguckt und so weiter, aber... ja. Ja, Leute, da merkt das mal. So wie ich mich da fühle. Aber ich denke, ich werde auch nicht mehr jetzt so lange machen. Ich glaube, es wird jetzt so ein 2-Stunden-Stream und dann Yalla haue ich auch rein. Weil macht keinen Sinn für mich, noch länger wach zu bleiben. Och, Mann. Ihr macht euch schon wieder alle so fett, Alter. Was ist denn mit euch? Och, Junge. Die Kante nicht mehr gekriegt hätte, ich wäre so sauer geworden. Ja, du Stück Fett, Alter. Nee, aber es war auch mal interessant zu sehen, wie viele Leute auf Among Us stehen, ey. Hey, hey. Komischerweise schade, dass die nicht mehr wollten und so weiter. Zwei wollten mir sogar noch anbieten, ob ich denen nicht vielleicht noch so eine Among Us-Figur irgendwie rausholen könnte. So quasi wahrscheinlich als Sammlung oder weil sie auch so ein Kuscheltier haben wollten. Da gab es nämlich noch einen roten Among Us und eine pinke. Aber ich glaube, die hat dann keiner mehr rausgeholt. Ich glaube, da wollte keiner mehr sein Glück versuchen. Oder ich glaube, ein paar haben es noch versucht, aber haben es nicht geschafft. Komischerweise. Mann, ihr Stück Fett. Nee, ich wollte halt einfach... Ich bin froh, dass ich wirklich einen gekriegt habe, auch wenn es ein gelber ist. Ein roter wäre mir zwar lieber gewesen, aber gut. Ich schätze das, was er und ich zusammen geschafft haben, also so ist nicht. Ich muss nur halt aufpassen auf die Figur, weil die ist eigentlich sehr wichtig. Ich muss halt nur wirklich aufpassen, dass der Gute nicht verstaubt oder da irgendwas passiert. Ja, weißt du, du kannst ja auch nur warten, bis dieses Scheißding mal runterkommt. Bis die anderen es benutzt haben. Och, da bleibt er ja. Ey, in welcher Welt würde man mir da jetzt zustimmen, dass die wirklich Five-Head-Move gemacht haben? Guck mal, die gehen alle auf die Wippe. Die gehen wirklich alle auf diese verkackste Wippe. Nur weil sie zu fett sind, Alter. Guckt euch das doch mal an, das schaffst du doch nicht mehr. In welcher Welt willst du das noch schaffen? Wie schafft es überhaupt noch jemand darüber? Ja, komm, weißt du, ich bin doch eh wieder draußen. Ich seh's kommen. Ja, komm. Ich spring freiwillig runter, ich hab keinen Bock mehr. So, haut rein. Tschüss. Ja, wollte gerade runterspringen. Ja, komm, Vollgas. Typisch. Wisst ihr, ich find Vollgas ist nicht schlimm, aber. Wisst ihr, wenn man die ganze Zeit nur durchgereicht wird und von solchen Fettsäcken einfach zur Seite geschoben wird, dann ist halt echt eklig. Nee, dann macht's auch keinen Spaß. Aber, nee, es war interessant zu sehen, wie viele Leute sich dafür Among Us interessieren, das Spiel auch kennen. Ist wirklich nice und so weiter. Zwei wollten mir sogar noch Geld dafür geben. Beziehungsweise haben sich so gedacht, ja, ich gebe dem mal Geld und der tut uns beide so eine Figur ausangeln oder... Zumindest in einem von denen hätte ich noch einen rausgeangelt quasi. Hätte ich vielleicht sogar geschafft. Ich habe es ja selber nochmal versucht. Hätte sogar fast geschafft, aber ich habe ein bisschen verkackt. Aber nur ein bisschen. Deswegen habe ich keine zweite Figur mehr gekriegt, aber ja gut. Lieber einen als keine. Wie man so schön sagt, ne? Man kennt's. Ich denke mir gerade immer, ich höre irgendwas, aber ist wahrscheinlich nur ein Bild. Ah, wisst ihr, wie schon gesagt, solche Festivals sind schon cool, aber so ein Bierzelt muss ich nicht gehen. Die Leute, die waren so laut da drin und allgemein, es hat schon Spaß gemacht, aber es ist nicht unbedingt mein Favorite, sagen wir es so. Wehe, ihr macht wieder Fettsack-Move, ich schwör's euch. Machen sich hier fett, als ob die was Besonderes wären. Hä? Wie konnte ich das nicht schaffen?
easy. Jetzt kommt wahrscheinlich gleich wieder mein Verzweiflungspart. Ja, ist klar. Der Fetzer kann nicht springen. Komm rüber da. Bruder, macht euch doch nicht so fett, Alter. Komm, jawohl, rüber da. Komm, Bruder. Druff da. Hey, wie konnte ich das nicht schaffen? Hä? So unlogisch. Ja, ist klar. Das manipulieren die gerade mit Absicht, dass ich nicht ins Ziel komme. Ach komm. Nee, ich spiele nicht mehr weiter. Ich habe keine Lust mehr. So, tschüss. Nee, ich bin nur noch gebrochen jetzt. Nein, ich spiele nicht mehr weiter. Tschüss. Es ist unglaublich, wie mich ein Spiel von 41 Minuten so brechen kann. Es tut mir auch leid, falls ich nahe beim Raid nicht mit dabei sein sollte, aber ich... Ich schwöre heute einfach gar nicht mehr, Alter. Ich schwöre, ich habe nur noch Eskalation im Kopf. Ich bin aber komplett rum. Bin ich ein Stinkfrucht? Nein, glaubst du, ich hätte das jetzt gesagt? Ja! Aber das wenn ich spiele mit Rezo. Hallo Leute und ganz herzlich willkommen zu diesem wunderbaren nassen... Wie? Warum? Ich hab doch nicht mal was gemacht. Ich hab nichts gemacht. Wir machen uns heute nass. Das ist der Inhalt dieses Videos. Und ich... Cool, dass Julia einfach Rezo nass spritzt am Anfang des Videos und so weiter. Aber die sollte ihre Tonqualität mal ein bisschen überarbeiten. Die hört man ja fast gar nicht. Sorry, dass ich gerade so rummotze, Leute, aber... Ich glaube, meine Stimmung ist heute so... Wartet. Richtig im Keller. Alter, meine Mutter, die wird sich morgen auch wundern. Ey, warum hat er so eine riesige Sammlung Asprischi in seinem Bett? Ich freue mich sehr darauf. Und nebenbei haben wir übrigens auch noch Zettel auf unserer Stirn und müssen erraten, was wir sind. Wir spielen mal wieder Wer bin ich, weil ihr liebt es. Ich wollte nur gucken, wie es funktioniert. Ich muss es ausprobieren. Jetzt habe ich es verstanden. Jedes Mal, wenn einer ein Nein bekommt, dann hast du ungefähr so. Ah, zu Demonstrationszwecken. Genau. Das ich muss jetzt halt mal zeigen, wie es geht, damit die Leute halt das auch sonst verstehen die das ja nicht. Einfach irgendeine Person. Irgendwas. Muss ja nicht meine Person sein. Irgendwas? Hä, so wie immer. Kannst ja nie erraten, wenn es ein Gegenstand ist. Hä? Wir waren schon ganz oft Gegenstände und haben es sehr spät erraten. Soll ich einen Gegenstand draufschreiben? Mach. Ich schwöre dir, du setzt es nicht. Hä, warum denn? Hä, weil das Spiel schwerer ist. Natürlich. Hey, ich bin der Master auf Gegenstand erraten. Schreib ich einen Gegenstand auf. Danke, dass du mir das hier schon verraten hast. Du darfst nicht gucken. Wer rät dir das? Verrate ich das? Für beide schwere Worte, finde ich. Findest du? Okay. Bin ich ein Gegenstand? Ja. Okay, du hast mich nicht verarscht. Bin ich in diesem Raum hier zu finden? Bin ich eine Person? Ja. Bin ich menschlich? Ja. Wenn du eine Person bist, bist du menschlich. Ja. Lebe ich noch? Bin ich ein nützlicher Gegenstand? Jeder Gegenstand hat einen Sinn und einen Zweck. Ich bin kein Deko-Piece. Du bist kein Deko-Piece. Haben mich viele Leute? Ich würde schon sagen, ja. Die Mehrheit in Deutschland hat mich? Jetzt gerade in der Hand oder gerade im Raum? Nee, nein, besitzt mich. Schon mal besessen oder besitzt mich? Schon mal besessen in seinem Leben oder ihr Leben. Ja. Aber ich bin nicht etwas, was man einfach immer hat. Ja. Hat man mich eher in jungen Jahren? Vor allem, ich habe das so auf Anschlag gestellt und man hört die trotzdem kaum. Was ist das für eine Scheiße, Mann? Helfender Mensch und du bist halt
Asozial. Das ist so und so, ja. Sind so unsere Eigenschaften. Bin ich real? Was ich damit meine, ist nicht, ob ich jetzt gerade existiere auf der Welt. Hitler ist auch real, aber zum Beispiel Harry Potter ist nicht real. Also bin ich real? Nein, ich glaube nicht. Ich sage bewusst, ich weiß es nicht, weil ich kann es nicht wissen. Niemand weiß es, aber nein. Ich bin ein Mensch und du bist nicht sicher, ob ich real bin. Du bist nicht real. Ich weiß es nicht. Es kann sein, aber... Ist das etwas Spirituelles? Du bist nicht real. Es könnte dich geben, ich weiß es nicht, aber soweit ich weiß, gibt es dich nicht. Also nein. Ah! Ja. Okay. Ja, war dumm, dass das so lange gemacht hat. Helfe ich einer Person innerhalb des Hauses, im Haushalt? Ich würde es als Nein beschreiben. Wir sind so weit weg von irgendwas, scheiße. Also ich bin nicht der Grinch. Du bist ein Mensch. Ich bin ein Mensch, also du sagst, wahrscheinlich existiere ich nicht, aber gibt es Geschichten über mich? Nein. Es gibt auch keine Geschichten über mich. Es ist nicht klar, ob ich existiere, aber es gibt auch keine Geschichten über mich. Nicht, nein, nicht, dass ich wüsste. Benutzt man mich eher draußen? Ist es egal, wo man nein. mich benutzt? Ich würde sagen nein. Hä, aber wo benutzt man mich denn dann? Eher drin. Aber ich hab doch vorhin gesagt im Haus. Nein, 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 du hast gesagt... Halt. Nein, nein. Ja. Man benutzt dich eher drin. Man kann dich ja irgendwo benutzen, aber dort bist du nicht mal speziell Frage. Behilflich, sondern da benutzt man dich nur. Boah, kompliziert, ne? Ja. Jetzt ist für mich natürlich die Frage, warum kennt ihr diese Person, wenn ihr euch nicht sicher seid, ob sie existiert, aber es auch keine Geschichten kennen. Das ist sinnvoll, was da steht, ja. Genau, das ist sinnvoll, was da steht. Jakob hat das schon mal gehört, aber noch nie in der Geschichte, noch nie in der Story, sondern nur als Name. Das ist für mich jetzt das Problem, was ich irgendwie lösen muss. Ich kann dir einen Tipp geben. Du kannst fragen, mit wem es was zu tun haben könnte. Das ist eine Ja-Nein-Frage, ne? Ja, ja. Also, es hat mit was zu tun. Nein, Julia. Ich finde das so schön. Ich finde das so schön, dass du mir hilfst. Was soll ich dir machen? Ey, wenn du so nett zu mir bist, bin ich auch nett zu dir und gib dir auch einen Tipp. Ja. Das hat auch was mit dir zu tun. Oh Mann! Das hat was mit jemandem zu tun. Ah, ach so. Mann! Ist das, was hier draufsteht, in einer Relation beschreibend? Sowas wie Risos Sohn oder der Milchmann von June. Und zwar in Relation zu mir. Nein. Oh, das war absolut daneben. Besitze ich mich? Weißt du das? Denkst du es? Besitze ich mich? Jetzt gerade glaube ich nicht. Wenn ich jetzt wetten müsste, würde ich tendenziell eher schätzen. So schön. Hä, was ist das für ein Kackgegenstand? Tja. Aber was soll ich denn fragen? Ich hab dir ja, was soll ich fragen? Du bist schon voll weit. Du bist voll weit und ich hab dir voll den guten Tipp gegeben. Ich weiß, ich hab was mit was zu tun. Ja, hab ich dir auch gegeben, den Tipp. Du hast was mit was zu tun. Kann man mich nur in Kombination mit was anderem benutzen, oder was? Nee, ich gebe mal einen Tipp. Du hast es auf jeden Fall schon mal gehabt in deinem Leben. Bin ich groß? Du bist relativ groß, jetzt sieht es nicht aus. Ne? Oh Mann, bin ich kleiner als ich? Im Regelfall ja. Also zum Beispiel eine Mauer ist ja auch, kann kurz sein, kann aber auch 10 Kilometer lang sein. Dann kannst du fragen, okay, ist eine Mauer jetzt breiter als ein Haus? Im Regelfall nicht. Also manchmal Im schon. Im Regelfall. Im Regelfall bist du, so wie du dich kennst, bist du knapp deutlich kleiner als du. Aber. So wie du dich kennst. Der ist größer als ich. Nein. Also auch kleiner. Auch als du. Kleiner als ein Mensch in jeder Form, die er auf der Welt ist. So wie du es benutzt, im Regelfall ja. Ja, weiß ich. Du bin hast ich gesagt, ne? Gegenstand. Natürlich kommen wir auf den Gegenstand. Ich hab gesagt, nein, komm doch nicht. Ja, scheiße, das ist das. Ich will kein Gegenstand mehr. Ah! Ich stehe in Relation zu dir. Nein. Ja. Ich will was zu essen? Ja. Bin ich ein Stinkfuchs? Nein. Glaubst du, ich hätte das jetzt gesagt? Ja! Aber das gibt's jetzt nicht. Das war eine Frage. Stehe ich in Relation zu einer Person, die ich persönlich kenne? Weißt du das? Ah, ich stehe in Relation. Nein, warte, ich stehe in Relation zu einer Person der Öffentlichkeit. Ja. Was ich jetzt sein könnte, wäre, und das ist nicht die Frage, aber es wäre sowas wie der Gärtner von Merkel. Da wisst ihr nicht, ob der existiert, könnte wahrscheinlich existieren, der gibt es ihn gar nicht, aber theoretisch, ne? Genau. Okay, ich verstehe. Ich verstehe, in welche Richtung es sich grob abspielt. Okay. So. Okay, die Person, in dessen Relation ich stehe, yeah. ist eine Person des öffentlichen Lebens und zwar auch eine Person, die in Europa lebt. Ja. Yeah. Aktuell auch noch lebend ist. Hä? Okay. Lebt doch noch in Europa, oder? Ja. Stimmt, also ja, ich denke, ja. Ja, ich glaube, ja. Kein Plan, wo die Person gerade ist, ehrlich gesagt, aber ich denke, ich würde sagen, ja. Und was? Achso, lebt auch noch, ja. Genau, und weil ihr unkreativ seid, ist die Person... Gerade unkreativ genau. genannt. Ist in erster Linie durch Social Media bekannt. Oh, das ist so nervig, wirklich. Weil ja. Ja, gut, und ich wette, das ist einfach so richtig plumpes Taktik, die Banane oder so. Ja, das ist sehr... Das ist kein
keine Banane, aber. Du bist einfach unkreativ. Kannst du gleich sagen, wie du drauf kommst? Mhm. Und zwar in erster Linie von YouTube. Ja. Ah, okay. Ich hab den Pizzi. Nur deshalb bist du jetzt überhaupt schon so auf so einer Fährte. Wir wissen nicht, ob ich die Person, der dessen Relation ich bin, ist ein Mann, der YouTuber ist ein Mann. Und es ist ein deutschsprachiger. Der Person, der dessen Relation ist. Bei vielen ja. Weiß man ja, wo sie sind. Ja, ich glaube. Bei denen weiß man es nicht. Bei der Person weiß man es bestimmt auch, aber ich weiß es nicht. Aber ihr wart euch nicht sicher, ob ich die Person persönlich kenne. Mit Sicherheit. Es ist aber ich nicht, weiß es nicht. Es ist nicht Unge. Nein. Okay. Das müssten wir ja auch unterlegen. Welcher deutschsprachige YouTuber ist denn irgendwie am. Eigentlich so auf der Welt? Was? Maybe nicht in Europa lebend. Hä? Nein, doch. Ziemlich sicher. Ich weiß es halt ja, nicht, weil ich halt die Person nicht verfolge. Aber mit Sicherheit. Okay, und dieser YouTuber, der obwohl macht... Obwohl, so sehr große Sicherheit irgendwie auch nicht, ne? So. Gehen ja alle nach Dubai mittlerweile. Weiß ich nicht. Stimmt, das gibt's ja auch. Ja. Diese Person ist eher ein unseriöser YouTuber. Man müsste einfach nur... Ja, ne? Man müsste nur dieses eine Lied von Upper Edge spielen. Nagelneuer Benzer, Arme aus dem Fenster, Baller mit der M-K. Da wird er so direkt sagen, ja, Upper Red. Hat das was mit Upper Red zu tun? Ja. Ist es Upper Reds Tochter? Ja. Geil. S an. Mit A, du Vogel. Es gibt so ein paar mit S. Ich bin immer noch ein Gegenstand, man kann mich essen. Kocht man mich in der Regel? Nein. Oh Mann, das kann doch nicht wahr sein! Was ist das? Eine Frage? Ich bin jetzt ein bisschen stuck, weil die Person ist ein unseriöser YouTuber. Ja. Ah, da steht der Name des YouTubers aus zwei Worten. Aber es ist nicht ApoRed. Was soll ich denn darauf jetzt antworten? Nein. Was antwortet man dann? Wenn's wenn nicht es nicht ApoRed ist, ist es ein Ja. Und wenn es ApoRed genau. ist, dann ist es ein Nein. Du willst verraten hast, bin ich sauer. Ich hab's ja noch nicht erraten. Ja, aber den Part, reicht mir. Oh, sorry, du bist jetzt echt. Sorry, meine Gefühle sind mir durchgegangen. Hä, aber wie kann ich ja beliebig groß werden? Es gibt ja manche Sachen, zum Beispiel Früchte oder so, die haben ja eine feste Größe. Ja. Gibt es größer oder kleiner. Aber es gibt andere Sachen, zum Beispiel. Bin ich ein Gericht? Sorry. Warte erst. Es gibt andere Sachen, wie zum Beispiel eine Nudel kannst du auch 10 Meter lang machen, weil du machst die ja. Ja. So, das heißt, ist es beliebig groß. Also bin ich etwas nicht natürlich schon Existierendes. Man muss mich erst machen. Genau, du wirst gemacht. Aber der Großteil der Deutschen besitzt mich schon öfters. Regelmäßig im Leben. Ich bin ein regelmäßiger Part von vielen Deutschen. Genau, nicht regelmäßig im Sinne von jetzt. Täglich, die meisten Deutschen haben dich nicht täglich. Bin ich eine Pizza? Nein, du bist kein Pizza. Oh Mann, oh! Ah! Mann, das ist doch einfach irgendwie kacke. Ich hasse das Spiel. Soll ich jetzt mal einen krassen Tipp geben? Ja. Soll ich diesen Tipp geben? Ja. Okay, du bist auch ein Teil einer Pizza. Aber man kann alles auf Pizza tun. Ja, aber du musst mal smarter nachdenken, weil das meiste kannst du ja ausschließen, weil ich ja gerade gesagt habe, boah, Alter, du kannst jetzt so krass, also eigentlich hast du es jetzt. Oh mein Gott, das meiste kann ich ausschließen. Genau, du kannst das meiste ausschließen. Ich bin eine Person, die in Relation steht zu ApoRed. Ja. Jetzt die Frage, welche Person? Das sind ja praktisch zwei Personen, die ich haben muss. Einmal ApoRed. Quasi, und ja. Bin ich wahrscheinlich älter als ApoRed. Bin ich Hauptbestandteil jeder Pizza? Ja. Bin ich Käse? Nein. Oh Mann, ey, das ist doch nicht wahr! Ich stehe nicht in einem familiären Verhältnis zu ApoRed. Ah, okay. Oh, ich hab vorbeigeschossen. Okay, gut. Ich bin einfach Teig. Einfach Teig. Wie kamst du denn bitte auf Teig? Hä? Ja, das ist ein Gegenstand. Ja, das ist ein Thema. Ich errate das nicht. Boom! Ich bin Teig, Mann! Du brauchst was Neues. Ja, einfach wieder ein Lebensmittel. Wie einfach wieder ein Lebensmittel? Das ist ja langweilig. Ist das gut? Ich stehe in einem familiären Verhältnis zu ApoRed, bin aber nicht älter als ApoRed. Das heißt, es kann nur noch in der gleichen Altersschiene sein. Das wären Geschwister, das wären Schwager, Schwägerin, weißt du sowas. Aber Schwager, Schwägerin, das wäre zu kreativ. Wir haben ja schon etabliert. Hey, und es kann, du bist immer noch nicht drauf gekommen, ja? Und es kann darunter sein. Es könnten Kinder, Enkel, Urenkel sein. Irgendwie so. Wäre natürlich jetzt ziemlich abgefuckt, wenn da ApoRed Urenkel oder Urenkelsohn, weißt du, so nochmal spezifischer. Das ist okay, das heißt, die Person steht eine Ebene jünger. Yeah. Es ist ein Nachfahre von ApoRed. Yeah. Es ist ein männlicher Nachfahre von ApoRed. Oh, hab ich wieder daneben geschossen? Ich bin einfach wie so Neo in Matrix. Ich bin ein Gegenstand. Man kann mich essen.
Nein. Hä? Du hast doch gesagt, du brauchst wieder Lebensmittel. Hab ich nicht gesagt. Hast du gesagt? Ich hab gelogen, Julia. Du musst dich mit anfreunden. Ich lüge dich oft an. Ich bin Apurets Tochter. Ja. Geil. Wollte schon immer mal Apurets Tochter sein. Wie fühlt sich so an? Es fühlt sich ein bisschen unangenehm an. Wer bin ich? Sag ich dir doch nicht. Ja. Ich weiß, wer ich bin. Ja? Mhm. Wer denn? Ich bin eine Person. Boah, ich will nicht wieder ganz von vorne anschauen. Ich bin ein Gegenstand. Ja. Kann meine Größe variieren? Ja. Wie bei allem eigentlich. Ich habe keine geregelte ungefähre Größe, wie zum Beispiel eine Banane. Die kann so groß sein. Aber sie hat ja schon eine ungefähr geregelte Größe. Genau, also bei einer Banane ist es ja so, dass die Variation irgendwie sich so in 10, 20 Zentimetern aufhält. Diese Variation ist mehr ist aber als größer. 10, 20 Zentimeter. Da geht es um deutlich, deutlich mehr Variation. Oh mein Gott, damit habe ich gerade nicht gerechnet. Ich habe eine geregelte Größe. Ja. Genauso definiert wie du. Ja. Man kann mich essen. Theoretisch ja. Aber ich bin kein Lebensmittel. Nein. Das ist sehr großzügig von dir. Ja. Ich bin kleiner als so. Ja. Ich bin auch kleiner als so, im Regelfall. Muss ich googeln, ehrlich gesagt. Bisschen peinlich, ja, aber weißt du gar nicht, was du draufgeschrieben hast? Doch, aber ich muss Kennst ganz kurz googeln. Nicht? Doch. Ich weiß jetzt, wie groß du bist. Was war deine Frage? Ob ich im Regelfall kleiner bin als so. Ich glaube, so war das, was ich gemacht habe, oder? Bist du, ja. Aber ich bin nicht von Menschen hergestellt. Hergestellt. Zum Beispiel die Kamera da unten ist von Menschen hergestellt. Natürlich, die Ressourcen müssen irgendwo aus der Welt kommen, aber... Dann bist du nicht von Menschen hergestellt. Genau, aber jetzt zum Beispiel ein Ast ist ja nicht von Menschen hergestellt, nee. Auch wenn er vielleicht abgemacht wurde. Ja, nee, du bist nicht von Menschen hergestellt. Aber ich werde von Menschen benutzt. Quasi, ja. Du Und bist von zwar Menschen benutzt. Als Rohstoff. Nein. Hat man mich in der Regel. In den meisten Haushalten bin ich. Ja. Kann ich auch in der Wohnung zu finden sein? Ja, du kannst auch in der Wohnung zu finden sein. Bin ich hier zu finden? In dieser Wohnung? Ja, du bist auch in dieser Wohnung zu finden. Bin ich im Wohnzimmer hier zu finden? Nein. Also bin ich in diesem Raum? Nein. Also wir können es auch lassen. Oh mein Gott, was hast du jetzt getan? Ich habe deine Haare weggeschossen. Man kann mich in Deutschland finden. Ja. Die meisten Menschen haben mich. Ja. Ja? Ja. Ah ja, stimmt, ja. Okay. Guck mal, man lernt hier noch Mehr was. Mehr Menschen in Deutschland haben mich, als sie mich nicht haben. Ja. Ja. Ich google kurz. Wow. Ey, was hast du überhaupt? Das ist aber tricky, das ist echt tricky. Also so circa 50-50, mein Lieber. Du hast jetzt gegoogelt, wie oft es mich gibt in Deutschland. Ja, prozentual gibt es nicht ein bisschen mehr in Deutschland. Das heißt, es gibt sozusagen mehr als 40 Millionen nichts in Deutschland. Ja. Es hätte ja auch sein können, dass man das auch teilt. Ne? Also so zum Beispiel, ein Auto hat ja einen Haushalt. Das heißt, mehrere Leute haben ein Auto. Bei mir ist es aber so, dass es mich wirklich mehr als 40 Millionen mal gibt. Ja. Aha, ja. Jetzt habe ich dich. Jetzt weiß ich nämlich, was ich bin. Was denn? Ja. Was bist du denn? Das ist interessant. Das ja, du weißt nicht überhaupt. Hat mich auch überrascht zu wissen. Wir können es auch gleichzeitig sagen. Soll ich bei drei sagen? Eins, zwei, drei. Auf gar keinen Fall sage ich das, was du bist. Ja, klar, okay. Man hat mich in der Regel in einer Wohnung. Alle Antworten sind so weird. Nein. Okay. Ich weiß immer noch. Hat man mich im Badezimmer? Im Regelfall nein. Oh no, warum fragt jemand so viele Nein-Fragen? Das war's halt. Ja, echt, ey. Okay, ich bin nicht meistens in der Wohnung. Das heißt, ich bin meistens außerhalb der Wohnung. Nein. Hä? Was? Aber warte mal. Wenn du sagst, ich bin meistens nicht in der Wohnung, dann muss ich doch meistens nicht Nein, in der Wohnung sein. So, also, ja. Also ist es nicht beantwortbar. Du weißt nicht, ob ich... Im Grunde bist du halt da. So. Halt da. Halt da. Ich frage doch mal, ob ich meistens in der Wohnung. Du bist häufiger drin als draußen wahrscheinlich. Ah. Würde man sagen, im Regelfall bist du wahrscheinlich häufiger drin. Also es war eine draußen. Ja, okay, da wo ich ein Nein bekomme, war eigentlich ein Ja. Ja, nee, okay. Es ist im Regelfall halt nicht in der Wohnung, okay. Weil das ist halt immer da. Ich hab ein Handicap, aber das ist in Ordnung, das ist in Ordnung für mich. Komm ich mit klar. Das heißt aber, ich wechsle den Ort. Ja. Man nimmt mich nämlich mit. Ja. Und man bringt mich auch wieder zurück. Ja. Bin ich ein Kleidungsstück? Ich bin im Schlafzimmer in der Regel dann. Ich würde sagen, nein. Wo soll es denn sonst sein? Es ist nicht in diesem Raum. Das ist Wohnzimmer und Küche. Es gibt dann noch ein Badezimmer und es gibt noch ein Schlafzimmer. Was gibt es denn noch für Zimmer in Wohnungen? Im Flur. Ah! Kannst du gleich fragen. Ich bin kein Kleidungsstück. Man nimmt mich aber mit. Bin ich elektrisch? Nein. Hey, still, ich hab doch gefragt, ob ich Menschen gemacht bin. Dann kann ich doch nicht elektrisch Dann bist sein. Du nicht elektrisch. Hm. Bin ich im Regelfall in einem bestimmten Zimmer? Weil du sagst jetzt bei allen Zimmern, nein. Bei mir bist du im Flur. Oh, das ist aber nett. Ja. Weißt du, ob ich bei mir auch im Flur bin? Bist du mal, bei den meisten Menschen mal, wahrscheinlich im Flur? Du weißt nicht mal was. Ich weiß nicht mal, ob du dich hast, sozusagen. Okay, dann bin ich keine Jacke, ich bin keine Schuhe, ich bin auch kein Kleiderständer. Es kann nicht sein, dass du dich hast, aber ich bin 100%
Fenster nehmen, du nicht das. Ja gut, dann kann ich aber Jacke und Schuhe ausschließen. Grundsätzlich bei euch zu Hause, also noch bei deinen Eltern und insgesamt, bist du mit Sicherheit. Ob ich du in deiner... Nein. Mann, oh! Ja, was nimmt man denn mit und bringt es wieder? Denk doch mal nicht so outside of the box. Ach so, ich muss inside the box denken. Ja. Geh doch vielleicht mal darauf, warum dich mehr als die Hälfte der Menschen in Deutschland haben. Wer sind denn die Menschen? Frauen. Ja. Die Frauen nehme ich mit. Okay, das sind jetzt alles nicht Fragen von mir, aber es klang ein bisschen nach Fotos und Co. Aber nein. So, man nimmt mich mit. Aber jetzt sind ja auch Menschen. Ja, genau. Und haben halt auch. Ja, das stimmt, Männer. Haben auch Männer. Nein, warte, ich habe doch gerade gesagt, das sind keine Fragen von mir. Das ist von Unterhaltungszwecken. Hä, also Entschuldigung mal. Ich habe zu Unterhaltungszwecken gerade nur Gedanken geäußert, habe gesagt, das sind keine Fragen von mir, denn das wäre ja menschengemacht beides, sowohl Code als auch Fötus. Habe ich gesagt, Replay, kann man Replay gucken. Okay, das sind jetzt alles nicht Fragen von mir, aber habe ich gesagt. Nein, ich bin kein Fötus, ich bin kein Code. Ja, richtig. Was haben denn Frauen, wenn sie in die Wohnung kommen? Was ist denn, wenn Frauen in die Wohnung kommen? Die haben ihre Kleidung an. Soll ich dir was sagen? Was? Frauen haben es einfach immer. Bei sich. Ja. An sich, bei sich, mit sich, in sich, an sich. Frauen haben es immer. Es ist wirklich ist eine es was Biologisches? Rarität, wenn du es nicht hast. Ist es was Biologisches? Oh. Entschuldigung. Ja. Okay, ist es was Biologisches? Liegt im Körperteil? Der Gang zu den anderen Zimmern ist ja auch noch ein Flur. Oh, du bist aber eine nervige. Nee, Entschuldigung, aber das ist ja ein Flur. Ich habe einen Flur. Das ist ja wohl der. Was ist das sonst? Du bist ein Einbauschrank. Nein, du bist kein Einbauschrank. Das war auch keine offizielle Frage. Das war einfach nur eine Unterhaltung jetzt gerade. Das war ein Witz. Sollte einfach zur Unterhaltung gehen. Es ist größer als der Mensch. Kleiner als der Mensch. Kommt dann auch zum Menschen auf. Ich würde sagen, meistens größer als du. Ich habe keine Ahnung. Wenn ich was Nützliches? Ja. Kann man in mich was reintun? Theoretisch. Ja. Aber man tut nicht in mich was rein. Aber ich habe einen Hohlraum. Je nach Herstellungsart hast du theoretisch Hohlräume. Jetzt kommen wir. Je nach Herstellungsart. Tapete bin ich auch nicht. Ich kann auch kleiner sein als ein kleiner Ständer, aber ich bin in der Regel nicht so viel kleiner als ich zum Beispiel. Ich glaube, es gibt dich auch in Formen, wo du wirklich so klein bist, wenn man dich klein machen will. Wenn man mich klein macht? Manchmal auch nicht. Es gibt dich auch in Formen, wo man dich gar nicht so richtig klein machen kann. Ich verstehe gar nichts. Gar nichts. Ich bin aber fest. Also ich habe festes Material. Mhm. Also ich bin nicht wirklich liebbar oder so. Nee. Und du denkst, bei meinen Eltern ist das. Also ihr habt es wegen Sicherheit. Ist es in der Regel im Flur? Wäre ich deine Eltern, würde ich dich nicht im Flur haben. Warum hast du mich dann im Flur? Ja. Weil du komisch bist? Weil ich das, wo ich dich bei deinen Eltern haben würde, nicht habe. Was hast du denn? Ja, vielleicht bist du auch in der Abstellkammer bei deinen Eltern. Das ist doch richtig, was ich weiß. Du hast mich im Flur, weil du denkst, meine Eltern haben so anders, was du aber nicht hast. Ich bin dementsprechend auch kein Fahrrad. Es gibt Menschen, die tun ihr Fahrrad im Flur. Ich habe bei dir aber kein Fahrrad gesehen. Und ein Fahrrad hat auch eine bestimmte Größe. Ein Spiegel ist auch nicht, weil die meisten Menschen haben Spiegel im Flur. Wo soll ich dir mal einen Tipp geben? Warte. Ja, es wäre total nett, wenn du runtergehst. Also ich gebe dir einen Tipp. Ich glaube, das hilft. Wenn ich deine Eltern wäre, dann würde ich dich nicht im Flur haben, sondern in der Garage. In der Garage? Ein Fahrrad? Also wäre ich... Eine Leiter? Ja. Ich bin eine... Ich hab mich so gefreut, dass ich mich krass gespuckt habe gerade. Ich bin eine Leiter? Du bist eine Leiter. Wo hast du denn eine Leiter im Flur? Im Schrank. Im Einbauschrank. Also im Einbauschrank? Ja, im Schrank ist die Leiter. Gib du mir doch mal einen Tipp. Was bin ich? Wie war das? Du bist was Biologisches in einer Frau. Genau, das ist ja schon relativ weit. Ich bin ja, was Biologisches in einer Frau. Ich bin aber kein Körperteil. Das heißt, ich muss in einer Frau sein. Ja. Aber es gibt ja nicht so viele Sachen, die in einer Frau sind, die nicht auch in einem Mann sind. Ja, richtig. Dementsprechend bist du relativ weit. Bin ich denn wichtig für Reproduktion? Ja. Jetzt ist die Frage, was bin ich? Bin ich die Eierstöcke? Bin ich der Muttermund? Die Gebärmutter? Oh, warte, nein! 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 Was ist ein anderes Wort für Gebärmutter? Das funktionelle Wort für Gebärmutter. Ich bin, ich weiß doch nicht, was ich ist das ist. Das mit Uterus. Ja! Uterus! Du bist mein Uterus! Ja, krass, Uterus und Gebärmutter? Ja, wusste ich doch. Wusste ich das genau auch erst als Frank mit der Größe.
Like das Video. Wunderbar, schreibt das war doch schön. Und ich glaube, dieses Video ist abnormal lang. Es tut mir leid, Leute, aber wir sind einfach unfähig. Aber es hat uns sehr viel Spaß gemacht. Leute, wenn ihr dieses Video wunderschön fandet, gebt dem Video noch einen Daumen nach oben. Wenn ihr Rezo wunderschön fandet. Habt ihr nur zwei Runden gespielt, ist ja nicht schwer. Geht schweres. Haben wir noch irgendwas zum Angucken? Mini-Content-Update. Auch wenn Epic Games im Urlaub ist, kriegen wir natürlich ein paar neue Sachen reingeschaltet mit neuen Items, Minimap-Änderungen und so weiter. Deswegen schauen wir uns ein paar neue Sachen an, aber auch bezüglich der Last of Us-Kooperation gibt es auch ein paar neue Informationen. Und in diesem Sinne, guten Tag. Haben die Ziege schon? Ja. Kann nie genug Ziege haben, Leute. Kann nie genug Ziege haben. So sieht's gut aus, ne? Ferien kicken rein bei den meisten. Auch in Fortnite wird's ein bisschen ruhiger, aber nichtsdestotrotz. Wir haben einen wunderschönen Charlotte-Skin jetzt im Item-Shop. Das ist Nummer 1. Schon mal eine super tolle Änderung, ne? Aber wir kommen auch direkt zu der ersten Map-Änderung und das ist in Kondo Canyon. So, zu den Minimap-Änderungen zählen unsere Wurzeln, die jetzt Richtung Kondo gehen. Die sind jetzt hier angekommen, brechen jetzt hier komplett durch. Der Reality Tree oder Reality Falls breitet sich weiter aus. Nächster Ort sollte tatsächlich hier Kondo Canyon sein. Mit etwas Glück kommt nachher auch schon das Bäumchen in der Mitte raus, aber ich denke mal, dass der Ort hier sich ändert, wird erst nächste Woche passieren, wo dann das nächste Content-Update rauskommt. Ne? Wir werden hier 3 Wochen lang kein großes Update kriegen. Das zählt schon mal zu den ersten Map-Änderungen. In der anderen News-Geschichte und in den Ereignissen, die sich überschlagen, ist The Last of Us x Fortnite. Das super beliebte PlayStation-Spiel soll ja angeblich eine Kooperation erhalten. Und die Leute fragen sich, ist das real oder fake? Ne? Oder was steckt dahinter? Das ist ein bisschen gerade sehr, sehr, sehr komisch und kontrovers. Ne? Dragon Ball ist safe, wissen wir. Noch knapp 3 Wochen, dann kommt Dragon Ball raus. Ne? Ende August ist es soweit, kurz vor der Gamescom. Streamplan hier nochmal, während ich das Ganze runterratter. Vor ein paar Tagen ist aber ein bisschen was auf Twitter und in den sozialen Medien rumkursiert worden. Und das ist The Last of Us. The Last of Us, ihr seht, wir werden ja auch zocken, den ersten Part. Am 3.9. kriegt ein neues Remake. Ein komplettes Remake soll ja rauskommen. Und im Zuge dessen wurde dann tatsächlich darüber geredet, ob The Last of Us natürlich mit Fortnite eine Kooperation haben soll. Und dann entstand auch dieses Bild dabei. Der Livestream sieht jetzt nichts, aber im YouTube werden wir das reinschneiden. So, und aufgrund dieses Bildes und haben auch einige Leaker dann versucht, einige Quellen zu bestätigen und haben dann rumgefragt, ob das wirklich stimmt. Und da ist jetzt so ein bisschen, ja, ein bisschen komisch alles. Ein sehr, sehr komisches Thema. Also, ne, Leaker haben dann gepostet, Last of Us Kooperation ist sehr, 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 sehr wahrscheinlich. Wie immer, Leaks sind Wahrscheinlichkeiten. Ne, keine, sehr, super selten hat man wirklich 100%ige Bestätigung, wann was rauskommt. Es kann sich immer was verschieben. So, und dann auch haben China und Hypex und so weiter gepostet, dass es natürlich ziemlich, ziemlich sicher ist, dass das rauskommt. Aber der Direktor von The Last of Us, Neil Druckmann oder Druckmann, hat dann tatsächlich das Gerücht genauso mitbekommen und dann gesagt, es ist gerade keine Kooperation mit Fortnite geplant. Und das ist komisch. Ne, super selten kommt irgendein Entwickler an und sagt so von wegen, ey Leute, spinnt ihr eigentlich gerade, ist überhaupt nichts geplant oder sowas. Gut, der Kollege ist ein bisschen in sozialen Medien aktiver und hat davon mitbekommen und hat das Ganze erstmal dementiert. Aufgrund dessen haben die Leaker natürlich die ganzen Leaks auch rausgenommen und gelöscht, weil die natürlich jetzt kontroverse Informationen haben. Unter anderem ein paar Quellen, die das halt auch gehört haben. Und natürlich der offizielle Mitarbeiter und Direktor von The Last of Us hat das Ganze dann widersprochen. Und so weiter. Eigentlich gibt es da 2 Möglichkeiten. Möglichkeit Nummer 1, er will einfach nur das Gerücht beenden und hat deswegen gesagt, es ist nichts in Arbeit, aber es ist dennoch was in Arbeit. Das ist Möglichkeit Nummer 1, weil unwahrscheinlich ist es nicht. Wir haben schon mit Naughty Dogs, das ist der Entwickler von The Last of Us, ja, 1 Game bekommen und das ist Uncharted. Uncharted ist ja im Spiel schon lange drin, auch ein Sony-Game. Epic und Sony sind so, dass The Last of Us reinkommt. Ist nicht eine Frage ob, sondern eine Frage von wann. Ne, sei es jetzt zum ersten Teil Remake oder vielleicht zum dritten Teil. Aber dass The Last of Us irgendwann in Fortnite reinkommt, passt super, super gut und ist eigentlich, sage ich mal, super logisch, dass es reinkommt, eben weil auch schon mit Naughty Dogs was zusammen gemacht wurde. So, aber dem Ganzen wurde jetzt widersprochen, ne? Und deswegen war das eigentlich auch ein sehr, sehr guter Kandidat dazu. Deswegen ist und bleibt jetzt natürlich diese Frage offen. Kommt das raus oder nicht? Ne, kann sein, dass es dann doch einfach nur, sag ich mal, Nate Druckmann das, den ganzen liegenden Segeln rausgenommen haben, damit das Ganze sich weniger verbreitet. Kann auch sein. Und dann kriegen wir die Überraschung, wenn das Remake rauskommt. Oder er hat recht und The Last of Us ist aktuell halt noch nicht vorgesehen. Nicht für das Remake, sondern vielleicht in der Zukunft.
Wie so oft sage ich, Leute, es ist keine Frage, ob es was reinkommt, sondern eine Frage von wann. Und The Last of Us ist definitiv eine Wann-Frage, weil ich sehe die Skins in Fortnite. Ich sehe das schon vor meinen Augen. Wenn ich dich schließe, dann sehe ich das. Ah, da, ne, Mo Cherie, da sehe ich die Charakter, da sehe ich Joel und Ellie zusammen in Fortnite. Weil Ellie, er war aus dem zweiten Teil. Und dann kommen die in Fortnite rein. Ach, das wäre ein Dream. Das würde mir auf jeden Fall gefallen. Deswegen bleibt spannend. Wir warten es mal ab, wenn das Remake rauskommt im September. Kann sein, dass natürlich nicht passiert, weil einige Leute warten ja immer noch darauf, dass das Skateboard rauskommt, auch wenn man es hundertprozentig erst nur als Gerücht abgestempelt hat. Aber ey, ja, ne, die Leute warten sofort irgendwo auf irgendwas, wenn sobald ein Gerücht da ist. Deswegen lassen wir das mal stehen. Von The Last of Us kommt aber auch eine TV-Serie rein. Ne, wahrscheinlich noch lange, bevor überhaupt Teil 3 als Spiel überhaupt angekündigt wird. Und auch das ist ein weiterer Kandidat natürlich, wo The Last of Us irgendwo rauskommen kann. Nur halt das vielleicht, dass nicht der erste Teil der Remake dafür tatsächlich spricht. Im Item-Shop rasiert natürlich der Sommer und da gibt es diverse Sommerskins. Bis Dragon Ball dauert das noch natürlich eine Stufe. Aber vielleicht holen sich einige noch diese eine Jetski-Frau als auch natürlich Sommer-Charlotte. Weil es ja ein V-Bucks-Skin ist. Ne? Man kriegt dadurch ja tatsächlich ein paar Aufgaben, die man erledigen kann. Und dadurch kann man sich dann 1500 V-Bucks holen. Das Skin selber kostet 12 Euro. Im Item-Shop bei mir ist er jetzt schon weg, weil ich den schon geholt habe. Aber wenn ihr euch den holt, hilft natürlich genauso der Creator-Code. Und es würde mich freuen, wenn ihr den einmal erneuern könnt. Auch wenn ihr Fortnite schon seit 3 Monaten nicht gespielt habt und nicht gestartet habt. Leute, ich weiß ganz genau, dass ihr das super wenig gerade spielt. Ist okay, kann ich verstehen. Sommer ist gerade trocken. Ne? Einfach nur, weil es heiß ist. Aber es würde mich trotzdem freuen, wenn ihr es einmal eintragen könntet. Einfach für gute Zeiten, für die OG-Zeit. Ja, und der Sommerurlaub und das Sommerloch ist in Fortnite sowas von krass drin. Also entweder kommt noch ein neues Item rein, weil am Donnerstag kommen eigentlich ja neue Challenges rein, wo wir eine Aufgabe machen müssen. Und für diese Aufgabe brauchen wir das neue Item. Wir haben jetzt Stand aktuell, Dienstag 15 Uhr, üblicherweise, wo sowas rauskommt. Und bisher haben wir nur noch leere und dürre und traurige Gesichter im Chat, ne, weil die kein neues Item bekommen haben. Also, tja. Also es wird eine trockene Zeit, Leute. Schauen wir mal in nächster Zeit, was wir machen. Es ist eigentlich der perfekte Zeitraum, kurz Urlaub zu machen oder was auch immer. Wir haben leider Stand aktuell kein neues Item. Vielleicht ja die nächsten Tage. Bleibt gespannt drauf. Ansonsten, The Last of Us ist auch ein tolles Thema, würde ich sagen, fürs Video, ne? Grandios, Alter. 7-Minuten-Video, weil nichts reingekommen ist. Ja, natürlich. Was soll ich jetzt für Videos machen, wenn keine Updates passieren? Epic. Mann, hier, guck mal, ich fackel einen Baum ab, Leute. Für einen Baum bitte einmal einen Like-Button und auf der rechten Seite das Video anklicken, wo wir mit Maxify 4 Ecken gemacht haben. Ne, wenn sonst nichts reinkommt, muss man in 4 Ecken rumstehen und sich schämen. Deswegen, schaut es euch an und Abo. Ja, es gibt wirklich gerade momentan wirklich nichts. Aber es ist halt die Sommerlücke, keiner haut da irgendwas rein und so weiter. Es gibt wirklich gerade schlecht Content. Schlecht hin und so weiter, wo man irgendwie großartig was machen könnte. Selbst ich bleib ja nicht mehr so lange wach quasi, weil es einfach momentan nichts und wirklich nichts zu tun gibt. Also vielleicht Sommer-Challenges spielen, die aber schnell durchgezockt sind und halt, ja. Eigentlich habe ich mein Hauptlevel schon diese Season erreicht, aber gut, ja. Video-Content wird auch langsam immer weniger, Leute. Es wird wirklich trocken langsam. Leider, hey, leider. Trimix hier. Was geht, Eric Paul Berger? Herzlich willkommen zurück zu GTA 5RP, meine Freunde. Ich hoffe natürlich, bei euch geht's allen gut. Ich würde sagen, wir checken mal ab, was heute so abgeht, denn ich wurde gerade schon von Amir und Russik angerufen. Die wollten heute was starten, Leute. Ich freue mich schon richtig. Heute machen wir mal wieder einen richtigen Freundetag in GTA, Leute. Lasst mal ein Like und ein Abo da. Und ich schau mal, wann die jetzt hier gleich... Schon lange her, dass ich mal Trimix geguckt habe. Komm, weil die meinten, die müssten jede Sekunde bei mir ankommen hier in meiner Einfahrt, Leute. Und dann schauen wir mal, was wir heute so gemeinsam mit denen machen. Oh, warte mal, da vorne sehe ich schon Amir und Russik. Ey, Alter, Armin hat einen krassen neuen Porsche, Rustig Audi R8. Ey, Jungs, was geht ab, Mann? Was geht? Alter, geil. Seit wann hast du denn den orangen Porsche, Armin? Der sieht ja richtig gut aus. Schon ein bisschen. Du warst im Urlaub, als ich mit denen gesnackt habe. Alter, und Rustig auf neuen R8. Wild, Jungs, ja, wild. Den teste ich gerade ein bisschen. Bei euch läuft. Rustig gesagt, ja, der Fahrt, ich würde über die Palme schießen können, genau. So, und dann wird der in Topspin. Hä? Ich soll mir mal sein irgendwas von ihm wegkicken. Guck mal, so die Blume hier. Hallo, hier wird nichts weggekickt von mir. Stop. Ey, hör auf, meine Sachen zu treten, Russik. Was ist denn los bei euch, Jungs? Hä, wie, was denn los ist? Wir trainieren ein bisschen. Hä, für was trainiert ihr? Was macht ihr denn? Ja. Wir gehen YouTuber-Fußballturnier. Das YouTuber-Fußballturnier? Hä, warum habe ich davon noch nichts gehört? Ja, wie, weil du wahrscheinlich keinen Fußball kannst. Hä, natürlich kann ich Fußball. Warum hast du? Du hast zwei linke Füße. Gürtellinie da runter. Ich habe hier zwar noch keinen Fußball gespielt, aber bestimmt kann ich Fußball spielen.
Ja, ja. Ich bin doch kein Schmalspur. Ja. Amir, denkst du auch, ich kann nicht Fußball spielen, oder? Kick mal. Ey, du kick und ich haue! Ich weiß nicht, ich hab hier noch nie Fußball gespielt, keine Ahnung. Oh Mann, das war's schon wieder komplett. Ey, weißt du was, Max? Wir wollten eigentlich schon fragen, wie es dir geht und so, wir müssen aber leider weiter, ja? Hey Jungs, ich dachte, ihr wollt mich zu dem Fußballturnier mitnehmen. Ja, nee, ja. Bro. Ey, wenn Chili das nicht erlaubt. Das ist vorbei. Alter, ey Jungs, ihr könnt mir das doch zeigen, das kann doch nicht so schwer sein, gegen den Ball zu treten oder so. Boah, also ich will ja nichts sagen, Max, aber dir jetzt Fußball nochmal bringen, das trotzdem so viel Zeit, dann lohnt sich eher, wenn Rosak und ich nochmal ein bisschen trainieren. Ja, okay, Rosak, ich steig ein. Hey. Also Max, pass auf dich auf, Bro. Wir kommen dann morgen wieder vorbei, ja? Machen wir morgen irgendwas anderes. Vielleicht bei Autos klauen oder so. Ja, gut. Tschüss, Freunde. Ey, Leute, was war das denn? Es findet in Los Santos ein YouTuber-Fußballturnier statt. Ich bin erstmal nicht eingeladen. Meine Freunde lachen mich total aus. Die sagen, ich kann kein Fußball spielen. Ich hätte zwei linke Füße. Ey, Leute, genommen. Ich habe hier zwar noch keinen Fußball gespielt, aber bestimmt, das kann doch nicht so schwer sein, ey. Ey, ganz ehrlich, das lasse ich mir nicht sagen. Ich lasse mich hier nicht ausschließen, Mann. Und ganz ehrlich, Armin und Russik, dafür, dass sie mich hier gerade hängen lassen. Ich werde jetzt Fußball lernen. Ich werde der Beste, Leute. Ich werde besser als Cristiano Ronaldo, Messi und alle zusammen, Leute. Ja, chill doch mal. Ja, wisst ihr was? Ich werde jetzt zum Fußballplatz und werde mir dort einen Fußballtrainer suchen. Der soll mir das mal... Oh Gott, vielleicht soll ich auch noch ein bisschen Autofahren üben. Der soll mir auf jeden Fall mal Fußballspielen beibringen und dann werde ich die anderen richtig herausfordern, Leute. Lasst mal jetzt ein Like und ein Abo da, wenn ihr das Ganze feiert. Und dann würde ich sagen, Leute, wir fahren jetzt erstmal zum Fußballplatz, Leute. Let's go. Ey, Leute, hier irgendwo in der Stadt muss doch ein Fußballplatz sein. Warte mal. Ah, hier rechts, Leute. Schaut mal hier, da ist doch ein Fußballplatz. Ich wusste doch, hier sind wir schon ein paar Mal dran vorbeigefahren, Leute. So, wir gehen da jetzt mal hin. Ich glaube, da unten ist auch ein Fußballtrainer, der Typ, der da steht. Da muss uns doch bestimmt irgendjemand Fußballspielen beibringen können, Leute. Ich lass mir das nicht sagen, dass wir das nicht können hier. So, warte mal. Brauchst du mal jemanden in deinem Team? Ich kann Fußball. Ey, Leute, der Typ sieht irgendwie nicht so fit aus. Matt, you can hit me. Hä? Bist du hier ein Fußballtrainer? Was? Nee, ich bin Fußballer. Ich bin Ronaldo, heiß ich. Leute, der sagt, er ist Ronaldo. Der sieht aber eher aus wie jemand, der zu viel gesoffen hat, Leute. Nee, alles gut, danke dir. Wenn okay, du jetzt... danke. Okay, tschüss. Gut, Leute. Ich glaube nicht, dass der so gut im Fußball war. Ich weiß nicht, der sah auf jeden Fall nicht so fit aus, der Arme. Aber gut, ja, wir sind jetzt hier auf dem Fußballplatz. Ich habe ja nicht meinen eigenen Fußball. Ist hier irgendjemand, der mir das beibringen kann? Wir gucken uns mal hier um. Hallo. Hallo, ey, ihr da hinten. Oh, nee, warte, das sind hier nur zwei Frauen, okay. Ich glaube, die sitzen da nur. So, hallo. Ey, warte mal, da kommt gerade jemand an, Leute. Hallo? Guten Tag. Ja, schönen guten Tag. Mein Name ist Cornelius Abel. Ich bin der Trainer hier von Los Santos Fußballfeld. Leute, das ist ein Trainer, perfekt. Ja, ich will Fußball spielen lernen. Kannst du mir das beibringen, Trainer? Ja, natürlich. Ich mag nicht so aussehen, aber ich bin wirklich noch fit auf den Beinen. Ich zeige das gern, ja. Ja, natürlich, natürlich. Leute, der ist ja auch schon ein bisschen älter. Das ist ja auch okay, dass der nicht mehr so fit ist. Ich hole jetzt mal einen Ball. Warten Sie mal. Ja, okay. Leute, der holt uns jetzt mal einen Ball. Ganz ehrlich, ich denke, von älteren Menschen kann man richtig was lernen, Leute. Der wird ja, schon das wissen, ist geil. Was er macht. So, ich das ist smart. Fußball. Oha, Leute. Alter. Tschüss. So, und so geht das. Sehen Sie das? Können Sie schießen? Ball annehmen. Ah, okay, das ist jetzt das erste Mal, dass ich einen Ball hier habe in GTA. Okay. Ja, dann. Nicht so schnell. Ich komme nicht hinterher. Ja, zeig mir mal ein paar Grundlagen. Was muss man denn können hier als Fußballspieler? Ja, schauen Sie mal. Sie können jetzt so schon. Leute, der Opa ist noch fit hier. Und jetzt schauen Sie. Nee, warten Sie. Ich schau, was Sie machen. Schnell und. Tor! Ich hab das Tor getroffen! Alter, okay, Sie sind ja noch fitter, als ich dachte, ja? Okay, ich versuch das auch mal, ja? Also, ja, Sie sind da so ins Tor, Richtung Tor gelaufen. Okay, als erstes kriegen wir jetzt hier einen Torschuss beigebracht von dem. Oh, Leute, schau mal, es läuft doch ganz gut. Und jetzt? Bam! Oh nein, ich hab die Latte getroffen. Ich hab nicht getroffen, Trainer. Ja, das ist Übung, macht die meiste, ist noch kein Meister vom Himmel gefallen. Ja, okay, da hat er recht. Ich versuch's nochmal, ja? Ja, das ist in Ordnung. Okay. Ich hab Zeit. So. Und wir rennen aufs Tor zu und... Oh. Ich hab schon wieder daneben geschossen, Leute. Oh, das ist echt nicht so einfach hier, ne? Vielleicht hatten die Jungs doch recht und ich bin einfach kein guter Fußballspieler. Aber Leute, wisst ihr was? Man kann alles erlernen. Ja? Hard work beats talent. Ihr wisst Bescheid. Okay, Leute, wir rennen jetzt hier mal aufs Tor zu. Okay, Trainer, siehst du? Hier, ich dribbel so. Das ist sehr laufen, gut, sehr ich gut, Sturm. Und bam!
Sehr gut. Ich habe schon wieder nur die Latte getroffen. Warum treffe ich denn immer die Latte? Ja, aber auch nicht schlimm, ne? Nee, das ist schlimm. Komm, ich versuch's nochmal. Knapp daneben ist ja auch vorbei, ne? Oh, bam. Ja, jetzt habe ich getroffen. Sehr gut. Ein Tor haben sie geschossen. Ja, okay. Was gibt's als nächstes? Heute Abend ist hier ein YouTuber-Turnier. Ja, ja, das weiß ich. Ja, da will ich mitmachen beim YouTuber-Turnier. Ja, ich bin ja auch, ich habe jetzt auch über die 10 Abonnenten. Ich bin ja auch YouTuber, technisch gesehen, ne? Ja, das sind auch YouTuber, ja. Meine Enkel haben mich abonniert und ja. Okay, das ist schön. Aber ey, Trainer, Sie müssen mir noch was beibringen. Ich kann jetzt schießen, aber was mache ich denn zum Beispiel? Wie kann mich jemand den Ball abnehmen oder so? Ja, jetzt zum Beispiel so, das, so sieht's aus. Ne? Alter, Leute. Und Schreckrätschen, ne? Der Alte ist doch richtig fit hier. Okay, geil. Aber ist das nicht irgendwie, muss man da nicht aufpassen, dass man da jemanden verletzt oder so? Nee, das ist gar nicht schlimm. Verletzen ist, das gehört dazu, ne? Das okay. Ist wie beim Skateboardfahren, da fällt man auch bei ihm, ne? Das ist okay, schlimm, dann du hast jetzt den Ball und ich versuche ihn dir abzunehmen, okay? Sie wollen mich umtackeln? Oh Mann, bitte. Bau. Ja. Was soll das? Ja, Sie haben doch gesagt, das passiert. Oh, Leute, guck mal, wir haben den Ball weggegrätscht und Tor. Bisschen daneben geschossen, aber alles gut. Nein, du bist okay, Trainer, da grätschen kann ich doch gut, oder? Da muss ich nichts mehr lernen. Jetzt gibt's Rache. Alter. Okay, der ist auf jeden Fall noch so sieht's aus. Okay, was soll ich als nächstes lernen? Jetzt ist Torwart-Lehrstunde. Jetzt bitte einmal ins Tor stellen und ich werde jetzt auf Tor schießen, ja? Oha, Leute, jetzt kriege ich hier noch beigebracht, das Tor zu verteidigen. Okay. Ich bitte nach links und rechts halten den Ball. Jetzt ja, ja, okay. So, jetzt will ich ihn mal analysieren und Schuss. Oh, der war viel zu doll. Hey, der ist auf die Ich habe ja voll geschlafen gerade. Oh, guck mal, so Leute, so kann ich machen. So und abwehren und ta. Okay, machen Sie nochmal. Ich muss einen neuen Ball holen. Der ist leider auf die Autobahn gefallen. Ja, okay, kein Problem. Ich mache in der Zeit hier Torwartübungen. Ha. Okay, Leute, ich glaube, so kann ich das schaffen und ha. Okay. So, dann schießen sie gleich nochmal. Diesmal bin ich bereit, den Ball zu halten. Jetzt geht's los, ja. Das können sie gar nicht halten. So hoch und jetzt. Na, der hat daneben geschossen. Sehr gut, sehr gut. Ja, komm doch. Ich bin jetzt auch nicht ein Profi, muss ich sagen. Ja doch, sie sind ein Profi, sie sind nur schon alt. So, schauen sie mal und jetzt. Okay, Leute, ich mache jetzt hier den Manuel Neuer. Oh, Schuss. Huh. Ich war ganz knapp. Ganz schade, knapp, aber der hat zu hoch geschossen. Ja, okay, vielleicht bin ich nicht so der beste Torwart. Ich glaube, ich bin mehr so auf dem Feld ganz gut. Ja, das sehen wir jetzt nachher, ne? Da wollen wir dich mal nicht selbst loben, das sehen wir nachher. Okay, ne? Dann danke für Ihre Hilfe, Herr Trainer. Ich werde hier noch ein bisschen selbst trainieren. Ja, auf Wiedersehen. Warte mal, der Trainer, der hat, wisst ihr, wie der vorhin geschossen hat? Der hat den Ball irgendwie so hochgelegt erst. Das muss ich auch noch kurz üben. Das so kann ich, glaube ich, die Jungs richtig hops nehmen später. Und zwar, der ist so hingegangen, ist so aufs Tor gerannt. So, und dann hat er den Ball irgendwie sich so hochgelegt und dann, bam, boah, habt ihr gesehen? Alter, krass. Okay, Leute, ich glaube, wir sind ganz gut vorbereitet für das YouTuber-Turnier, aber Leute, wir wollen uns natürlich noch bei Amir und Russell krächen und deswegen habe ich mir überlegt, Leute, werde ich gleich ein richtig krass teures Auto kaufen, werde sagen, der Gewinner von dem Turnier bekommt das Auto und dann werde ich die anderen hops nehmen, Leute, das wird unser Ziel sein. Wir fahren jetzt erstmal zum Autohändler, Leute, let's go. Oh, Leute, ich hoffe, der hat richtig fette Autos, dass wir die anderen richtig neidisch machen können, ja? Das haben die davon, dass sie gesagt haben, ich könnte das nicht. Seht ihr doch, wie schnell ich Fußball gelernt habe. Ich würde jetzt nicht sagen, ich bin der Beste, aber geht schon, oder? Geht schon, Leute. So, dann gehen wir mal hier rein. Hallo, guten Tag, der Herr. Ja, hallo, schönen guten Tag. So, ich brauche hier was richtig, richtig, ein richtig krasses Auto. Ich brauche ein richtig krasses Auto. Wie krass soll denn sein? Ja, wie krass ist deine Brieftasche? Ja, meine Brieftasche ist auf jeden Fall richtig krass. Also, Porsche ist mir hier zu Schmalspur. Den Lambo, den fahre ich hier selbst, den Performante. Den warten BMW, Sie mal ganz kurz. Der ist eine Sekunde warten, ja? Ja, Sie holen Sie mal was richtig krasses. Wo ist der denn hin, der Typ? Ist der hier nach hinten gelaufen oder was? Ich hoffe, der hat hinter seinem Laden noch ein paar bessere Sachen stehen. Ich meine, die Autos hier sind natürlich nicht schlecht, aber die Amir und Russik fahren ja selbst irgendwie voll die guten Autos. Das muss schon was richtig heften. Oh, ja, Leute. So ein Bugatti sehe ich da schon eher. Ja, aber da brauchen wir noch eine krasse Farbe. Ja, oh ja, der Bugatti ist schön, aber ich würde den noch einmal umlackieren, ja? Warten Sie mal, ich habe noch ein Auto für Sie. Was? Oha, okay. Leute, also Bugatti, ja, ist jetzt zwar nicht der neueste, aber ist auf jeden Fall schon besser als die Autos, die Amir und Russik haben. Mal gespannt, was der jetzt hier noch reinholt. Ich hoffe, was richtig Gutes. Dass die anderen... Oh, ja, Leute, der...
Oh mein Gott, Bugatti Bolide. Genau, da sowas brauche ich. Ja, ja. Ja, ja, ich höre mir doch gerne. Nee, das ist ja gar kein Problem. Ja, ja. Wo sind wir denn hier preislich? Ja, nee, da sind wir natürlich bei 6 Millionen. Leute, ganz ehrlich, 6 Millionen ist richtig viel Geld. Aber egal, wir haben das Geld. Wir haben letzte Zeit sehr gut Geld verdient durch die ganzen Überfälle, die wir gemacht haben. Okay, ich kaufe das Ding. Bin sicher? Ja, ich bin mir sicher, ich kaufe das Ding. Juckt mich alles nicht. Alles klar, ja, machen wir das. Ja, dann nehmen wir bitte die Karte, ne? So, hier. Ja, super, dankeschön. So, ganz kurz hier einscannen lassen, ne? Ja, ja, ja. Piep, piep, piep. Hat ja, funktioniert? So, alles geklappt, alles funktioniert. Super, danke. Hey, wir haben Ihre Karte wieder. Zack. Ja, danke. Kann ich hier noch das Auto umlackieren? Geht ja, das hier? Natürlich. Ja, komm, gar kein Problem. Für so einen guten Kunden natürlich. So, perfekt, Leute. Fahren wir noch kurz hier in die Tuningstation rein. Weil ganz ehrlich, der Wagen, also der ist natürlich schön, aber so schwarz hier ist ein bisschen unauffällig. Ich würde den noch ein bisschen krasser hier von der Farbe her machen, damit die anderen den unbedingt haben wollen. So, Leute, lasst uns mal hier eine richtig gute Farbkombination holen. Weil das ist halt, das Blau ist halt immer wild hier, das typische Acrimex Blau, ne? Ihr wisst schon Bescheid. Boah, aber so schwarz. Oh, Leute, ich sage euch ehrlich, lasst uns den so schwarz-gelb machen. Sieht auch ganz wild aus. Komm, wir machen den hier so schwarz-gelb. So, was haben wir hier? Sekundärfarbe. Ah ja, okay, ne? Dann lassen wir das hier so schwarz. Sehr gut. Oh, ganz. Komm mal. Leute, ganz ehrlich, wir lassen den Wagen direkt so. Der sieht so gut aus. Ich würde sagen, wir sind ready. Und jetzt werde ich mal die anderen YouTuber herausfordern. Aber ich werde die nicht ganz normal herausfordern, sondern so, dass jeder in der ganzen Öffentlichkeit das mitbekommt, ja? Weil wenn ich die jetzt so alleine herausfordere, vielleicht haben die ja dann Angst, Leute. Und sagen dann so, ja, nee, du, gegen dich spielen wir nicht, du bist schlecht oder so. Ich werde die so herausfordern, dass jeder in der ganzen Stadt Bescheid weiß, Leute. Und wisst ihr was, wie ich das machen werde? Und zwar fahre ich hier zum Nachrichtensender und werde das in den Nachrichten sagen lassen, dass ich Amir und Russik herausfordere. Weil wenn die dann nicht kommen, dann weiß die ganze Stadt, dass es Angsthasen sind, Leute. Wir fahren jetzt hier direkt mal zum Nachrichtensender und ja, wer weiß, vielleicht kann ich die ja da überreden, das in den Nachrichten einmal zu sagen, Leute. Let's go. So, okay, Leute, wir sind jetzt hier bei dem Nachrichtensender hier kurz ins Gebäude eingebrochen. Okay, wir haben hier eine Waffe raus, also immer ganz ruhig bleiben. Wo ist hier der Nachrichtensender? So, wo werden hier die 18 Uhr Nachrichten vorgelesen? Warte mal, hier ist das, glaube ich, So, Endo! Was kann sie denn hier? So. Was? Weg mit dir, Junge. So, was wollen Sie? Was wollen? Ich will kurz mal Nachrichten machen. Ja, du bist hier der Nachrichtensprecher, hä? Hab ich was Falsches über Sie erzählt? Nein, alles gut. Ich will, dass Sie die Nachrichten ganz normal machen, wie immer. Ich will nur, dass Sie eine Sache extra sagen. Und zwar sagen Sie, okay. Amir und Russik werden von iCrimex rausgefordert zum Fußballturnier. Wenn sie nicht kommen, sind sie Schmalspuren. Es gibt einen 6 Millionen Dollar Bugatti zu gewinnen, okay? Okay. Genauso sagst du, wenn du heute noch reingehen willst, ja? Ja, natürlich. Okay, kein Problem. War das hier der Kameramann, den ich gerade... Ja, richtig. Der hat die Kamera hinter der Ecke stehen. Okay, warte, ich werde das kurz übernehmen, Leute. Jetzt muss ich hier noch für den Kameramann einspringen, weil der Kameramann auch eine Schmalspur ist. So, okay, ich habe die Kamera am Start. So, Sie sagen das jetzt in den Nachrichten, ja? Okay. So, sehr gut, los. Wir sind live. 2, 1... Hallo, herzlich willkommen Los Santos für die neueste Nachrichten. Und zwar eine Anmeldung haben uns eingetroffen. Die YouTuber Amir und Russik wurden herausgefordert von iCrimex. Ja. Wenn die zwei sich nicht trauen zu kommen, sind das Schmalspuren. Denn der Gewinner bekommt ein 6 Millionen Dollar Bugatti, gestellt von iCrimex. Ja? Ich wiederhole, Russik, Amir, ihr seid Schmalspuren, wenn ihr nicht kommen. Okay. So, ja, okay, alles gut. Sie haben ihren Job gut erledigt, sie dürfen nach Hause gehen. Hilfe! Perfekt, Leute. Renn das mal raus, okay, Junge. Weiß die ganze Stadt Bescheid. Weg bin ich hier. Das heißt, Ami und Russik, die können jetzt nicht kneifen. Ich würde sagen, wir gehen jetzt zum Fußballfeld, Leute. Die werden dann bestimmt auch gleich kommen. Und dann werden wir die beiden Paul Berger mal richtig herausfordern. Ja, der Gewinner von dem Fußballturnier wird den Bugatti bekommen. Ich würde sagen, wir sehen uns gleich wieder beim Fußballfeld, Leute. Let's go. So, Leute, ich bin jetzt mal gespannt, ob die Schmalspuren schon hier da sind am Fußballfeld. Wir gehen jetzt da... Oh, da unten sehe ich schon Ami rumlaufen. So, wir parken jetzt mal hier den Wagen direkt so. Na komm, wir fahren mal davor zu Amirs Schmalspur-Porsche hier. So. Ah, Amir, machst du dich schon warm oder was? Cool, ich mach dich gleich fertig, Digga. Ah, okay. Das will ich sehen. So, wo ist denn... Schenkst du den Bugatti nicht einfach so? Ja, wir werden sehen. Ich hab gut trainiert, sagen wir es mal so. Mhm. Wo ist denn Russik, deine bessere Hälfte? Ah, ich glaube, der kommt schon angerannt. Ach, Russik. Hey, was war das für ein Radiobeitrag? Ja, ja, ich sag's mal so. Ich hab's die ganze Stadt wissen lassen, damit ihr nicht hier kneifen könnt. Ja, das Auto einfach so schenken können, wäre genau das Gleiche. Ja, ihr hattet eine große Klappe gehabt. Jetzt müsst ihr mal beweisen, wir machen ein YouTuber-Turnier. Jeder spielt gegen jeden bis 5 Tore.
Der Gewinner vom Turnier kriegt den Bugatti. Easy, alles klar, bin ich dabei. Okay, so, dann würde ich sagen, Ami und ich, wir starten hier mal. Okay, Leute, Ami lässt mir hier sogar den Vortritt. Komm, Max, du wirst kein Tor schießen. Gut, das wollen wir doch mal sehen, Leute. Ich mache jetzt hier den Spezialmove, den ich von meinem Trainer beigebracht bekommen habe. Hochlegen und schießen. Bam! Bam! Nein, er hat ihn gehalten. Oh mein Gott, Ami, starker Torwart, sehr, sehr starker Torwart. Wo ist der Ball? Wo ist der Ball? Ah, nein. Hinter dir. Hä, das wurde als Tor gewählt? Hä, aber warum für mich? Ach, wir sind auf den falschen Seiten, deswegen. Ja gut, dann, nein, oh verdammt. Ey. Oh, ist aus. Okay, du hast Ball, er ist hinter dir. Warte mal, auf welcher Seite bin ich denn jetzt hier? Jetzt bist du auf der richtigen. Alter, dann hast du ja schon ein Tor Vorsprung jetzt. Das hätte mir auch mal ruhig jemand sagen können, ich habe aufs falsche Tor geschossen. Egal, Leute, egal, ich werde das trotzdem noch holen. Oh, was? Oh mein Gott. Nein. Ess dich rein. Nein. Oh. Ja! Nein! Er hat ein Eigentor gemacht. Er hat ein Eigentor. Ich Ball. Ich was Ball. Macht ihr da, Jungs? Alles gut, alles schon gut. Jetzt direkt ausnutzen hier. Bam, reingekritscht. Was? Oha. Leute. Hey, jetzt mache ich ihm, jetzt lasse ich ihm keinen Platz. So, weggeschossen. Ja, jetzt aber erstmal gesaved. Alles gut, erstmal gesaved. So. Okay. Komm doch, Amir. Eckball. Boah. Nein. Voll weit daneben geschossen. Ich hole ihn wieder. Nein. Alles klar. Ja, du hast. Warte, jetzt hab ich Ball. Ich hab Ball. Ja, du hast Ball. Alles gut. Oh, warte. Oh, jetzt gestartet. Er hat schon gestartet! Was soll das? Nein, daneben! Alter, wie konntest du denn verfehlen? Ich bin so lost. Okay, warte, jetzt. Jetzt bin ich wieder da. Was? Oh mein Gott. Erst haben wir den Grätsch einfach vorbei! Nein, ich bin's aus. Ich Idiot, ich bin's aus. Sehr gut. Ich dummkopf. Dankeschön. Oh mein Gott. Bam! Nein, voll daneben! Und Abstoß, Junge! Was? Oh mein Gott. Was? Vorbeigetribbelt. Ah, was? Ey, das ist unfair! Ich hab ihn getribbelt! Bam! Nein, er hat getroffen. 2-1. 2-1, zu schmal, Spur. Ey, warte mal, lass mich doch erstmal in mein Tor. Ah. Ey! Hallo, was soll das denn? 2-2? Ey, er muss mich auch mal zurücklaufen lassen, was soll das denn? Bam! Oh nein, Latte. Schade, Latte getroffen. Ja, sehr gut, Max. Oh. Okay, weißt du was? Wir machen jetzt als nächstes Matchball. Wer das nächste Tor macht, hat gewonnen. Oh. Komm doch, trau dich! Bam! Und oben drüber. Nein. Ah. Was? Oh, vorbeigetrippelt! Oha! Nein! Oha, jetzt Abschluss! Nein! Oh, ja. Nein! Okay, Leute, erste Runde geht an Amir. Jetzt ist Russak dran. So, komm, dann Russik, mach du gegen mich jetzt. Okay, Leute, Russik ist mein nächster Gegner. Wir lassen einfach die Punkte hier von Amir und Russik stehen. Von Amir und iCramix ist ja egal, Leute. Das heißt, Russik übernimmt einfach Team Amir und ich halt bleib bei Team iCramix. Wer zuerst drei Tore macht? Let's go. Boom. Abgeblockt. Nein, beide Grätschen vorbei. Und Russik schießt ins Aus. So, das heißt, ich hab Einwurf. Das war ein Schuss in den Ofen. So, let's go. Jetzt hochlegen. Und weg mit dir. Oh, nein. Ja, wichtig. Nein. Falsch geschossen. Voll daneben. So, komm. Russik hat Ball. Jetzt geht's los hier. Da geht der Ball weg, der eklig. Nein. Weg mit dem Ball. Ins Aus. So, hey, du hättest direkt bei gehabt, du Vogel! Hier beide die Fußball. Max kann jetzt easy Tor machen. Max macht aber kein Tor! Oh nein, oh, na, schade, vorbei. Oh. Boah, bis jetzt hier starkes Battle. Und los geht's! Oh, danke schön. Hey, Jungs, vorgelegt. Haben übrigens auf 3-3 gemacht, damit das fair ist, ja? Ja, okay, wissen, danke, Amir. Nein. Oh, Max läuft dran vorbei! Ja. Oh, Max hat ihn geklärt! Ich muss weg. Max hat ihn geklärt. Erstmal weg von meinem Tor. Gefährlich. Und ich hol ihn. Ich mach ihn. Oh, schön reingekritscht. Wichtig. Und ins Aus. Okay. Was ist das denn hier für ein Battle? Das ist echt ein Battle. Ey, das geht schon so lang. Wir machen einfach. Wer erstes Tor macht, hat Golden gewonnen Goal. Jetzt. Golden Goal. Nein. Als ob. Doch, sonst werden wir es uns zu lang spielen. Oha! Nein! Wow. Ich bin der krasse Tripler. Oh nein, falsche Richtung. Aus. Oh nein, aus. Okay, Russik hat Matchball jetzt. Ich mach ihn jetzt rein.
Versuch doch! Komm doch, Ronaldinho ist am Start! Oh Gott, doch. Oh, er hat den Ball abgenommen, aber es wird ins Aus. Leute, oh mein Gott, wie spannend ist das? Oh, oh, warte, der Ball ist ja schon wieder in der Runde. Ja? Oh, nein! Nein! Ja! Nein! Oh, nein! Ich hab Box geklärt! Was das oh mein in der Gott. Letzten Sekunde! Oh. Schmutz! Boah, voll die Lampe kommt geschossen. Hey! Was oh ist mein Gott. Los? Hä? Wo ist der? Was ist er schießt uns immer wieder ein Aus, der Russland, Alter. Was, so. Jetzt Max hat Ball, Max hat Ball. Ich habe jetzt Abstoß hier. So, okay, Leute, das wird's jetzt. So, okay, erstmal kurz klären. Die Situation wird geklärt. Trau dich doch, schieß aufs Tor. Oh mein Gott. Oh, nein, an die Latte. Oh, da oben drüber. Shit, okay. Zurück. Russek hat Ball. Ey, Leute, was ist das hier? Okay, es geht wieder los. Ja, komm doch. Boah, und oh, let's go. Übersteiger. Und einmal Luft und noch schießen und boom. Max blockt da. Nein. Ja. Eingefangen, let's go. Okay, Amir, weißt du was? Es entscheidet sich jetzt zwischen dir und mir, wer den Bugatti bekommt. Wir machen einmal Elfmeterschießen. Wer alles zuerst klar. Ein Tor macht und dann den Ball nicht hält. Weißt du, was ich meine so? Alles klar, habe ich kein Problem okay, mit. Okay, so. Oh Leute, Elfmeterschuss. Amir, bist du ready? Ich bin ready. Oh. Angetäuscht! Oh, getroffen. So, verdammt, okay. Verdammt. Okay, oh Leute, wenn ich jetzt halte, dann habe ich gewonnen. Nein. Okay, Leute, wir müssen nur checken, wo er hinschießen will. Okay, von hier aus, ja? Ja. Okay. Und... Nein, er hat auch getroffen. Ach, Mann, ey. Du bist ja früh gesprungen. Ja, ich hab's gemerkt. Okay, Max, wird kein Weg dran vorbeiführen. Na los, komm! Nein! Oh, auch komm, ey, ich muss jetzt halten, Leute. Okay, Leute, jetzt hauen wir den weg. Bist du bereit, Max? Ich bin bereit. Für den Super! Ultra! Amischuss! Nein! Er hat vorbei! Nein! Yeah! Let's go, Leute! Was? Ja, Jungs, dann seid mal das nächste Mal nicht so frech zu mir. Fühlt euch mal nicht, dass ihr Fußball vor mir geübt habt, ja? So, und ich nehme jetzt meinen Bugatti mit nach Hause, ihr Schmalspuren. Ach, Digga. Ohne ist das. So schlecht. Wahrscheinlich das Auto war irgendwas präpariert, Alter. Ja, ist klar. Gut, Leute, dann würde ich sagen, das soll es gewesen sein. Wir haben Fußball gespielt in GTA. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Lasst ein Like und ein Abo da. Und bis dahin, haut rein, Leute, euer Crymax. Hey, Leute, Crymax hier. Was geht ab, Paul Berger? Herzlich willkommen zu Stumble Guys, meine Freunde. Was geht ab, Leute? Wenn ihr Stumble Guys feiert, lasst auch mal ein Like und ein Abo da, Leute. Und ich habe das Ganze schon ein paar Mal auf dem Paul Berger Kanal gezockt und ihr habt es auch übertrieben gefeiert. Und deswegen dachte ich mir, Leute, werden wir heute mal Stumble Guys hier auf dem iCrymax Kanal spielen, Leute. Denn heute habe ich was ganz Besonderes vor. Wir gehen hier direkt mal in ein Game rein, Leute. Und währenddessen sage ich euch mal, was wir heute vorhaben, Leute. Und zwar, ihr habt vielleicht gerade schon meinen Kontostand hier gesehen. Ich habe über 3500 von diesen Stumble Tokens. Das bedeutet, wir können 100 Mal das Premium-Rad spinnen, Leute. Und heute werden wir versuchen, einen Special-Skin zu bekommen. Oh, Leute, es geht hier direkt los. Was ist da los hier? Direkt hier Jungle Roll werden wir spielen. Ich würde sagen, wir machen erstmal ein Game. Oh, wir sind direkt hier vorne, Leute. So, let's go, Leute. Oh, komm, wo kommen hier die Dinger? So, nur 16 kommen durch. So, zack. Okay, wir müssen uns hier ein bisschen beeilen jetzt, Leute. Das ist nicht so ganz einfach hier, die Jungle Roll, aber alles easy. Baby, ich muss sagen, ich bin zurzeit ein bisschen süchtig nach Stumble Guys. Also wirklich aktuell mit Roblox und GTA mein Lieblingsgame. Übernice, Leute. Also wenn ihr das Ganze feiert, lasst wie gesagt mal ein Like und ein Abo da. Wenn wir auch hier auf dem iCrymax-Kanal mal öfters Stumble Guys machen sollen. Oh, ey, knappes Ding hier, Alter. Let's go. Und wie gesagt, heute werden wir versuchen, dir einen Special Skin zu bekommen, denn, Leute, bei den Special Skins hat man eine 1% Chance. Mach los, Digga. Man hat eine 1% Chance, einen zu bekommen. Und wenn wir jetzt heute 100 Mal drehen, rein von der mathematischen Formel her, Leute, wenn man 100 Mal dreht, dann müsste man ja im Prinzip diesen 1% schaffen. Wir müssten heute unseren ersten Special Skin in Stumble Guys bekommen. So, was denn mit dem hier? Warum läuft der so? Warum schafft der es denn nicht?
So, hier einer hat noch Platz. Oh, ihr seid raus. Oh, das war nix, Leute. Wir sind zum Glück weiter. Let's go. 16 kommen nur weiter. Die Hälfte ist hier nämlich direkt schon mal raus. Zack, zack, zack. Das läuft hier direkt. So, mal gucken. Hat jemand einen krassen Skin? Okay, der hat einen epischen. Ich finde auch meinen Mumien-Skin eigentlich ziemlich cool. Gefällt mir auch gut. Aber ich glaube, hier war jetzt keiner mit so einem richtig krassen Skin. Zumindest hatte keiner einen Special-Skin gehabt. Wir versuchen aber heute einen Special-Skin zu kriegen, Leute. Let's go, let's go, let's go. Also ich muss echt sagen, StumbleGuy ist absolut nices Game. Habe ich, wie gesagt, vor ein paar Tagen mal auf dem Paulberg-Kanal einfach mal gezockt und hochgeladen. Kam bei euch auch übertrieben krass an. Deswegen, Leute, würde es mich auch echt interessieren, ob ihr das hier auch so feiert. Und was ist jetzt hier die nächste Map, Leute? Oh, nein, das Laserspiel. Warte mal, ist das jetzt schon das Finale oder was? Nee, das kann nicht sein. Wir sind noch zu viele für Finale. Es müssen 8 eliminiert werden. Wenn 8 eliminiert sind, dann geht's weiter. Oh mein Gott, Leute. Oh mein Gott. Das Laserspiel, muss ich sagen, ist ein bisschen ekelhaft. Ist nicht meine Stärke. Ist nicht so ganz meine Stärke. Okay, einer ist schon mal raus. Ein Bummiberger. Ein Bummibergi. Ein Bummibergi. Ein Bummibergi. So, sehr gut. 3 sind raus. So, komm, Leute. Könnt ihr mal hier rausfliegen? Ich würde mich sehr freuen, wenn ihr rausfliegt. Okay, nochmal welche raus. Sehr gut, wichtig. So, wir jumpen hier mal direkt rüber, damit wir das schon mal weg haben. Und dann jumpen wir hier noch rüber. Oh, okay, noch einer raus. Woo! Let's go! Okay, komm, noch einer, noch einer. Kann mal bitte noch einer von euch kurz rausfliegen? Ja, nice. Okay, qualifiziert. Sehr gut, Leute. Okay, wir sind weiter. Das als nächstes wird jetzt wahrscheinlich schon das Finale tatsächlich sein, weil es sind nur noch 8 Leute. Meistens ist hier mit 8 Leuten direkt das Finale. Oh, was kommt als nächstes? Was kommt hier als nächstes? Okay. Oh, nein! Oh, auch schwierig, Leute. Hier die Bienenwaben. Da, wer zuerst runterfliegt, ist raus. Oder beziehungsweise, wer sich am längsten oben hält, gewinnt den Hasen. Oh, der will mich hier rausmachen direkt, der Ehrenlose. Oh nein, okay, schlecht, schlecht, sehr, sehr schlecht von mir. Aber alles halb so wild. Oh nein. Nein, 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 ey, die nehmen mir hier die ganze Zeit meine Route weg. Okay, 2 sind schon mal raus, ich bin echt gespannt. Also das ist jetzt hier Finale. Das heißt, es kann am Ende des Tages eigentlich nur einer gewinnen jetzt hier. Ich schneide dem hier ein bisschen den Weg ab. Ey, du kleiner 31er Sohn. Ey, ist nur noch einer. Das ist eine Frau, Mann. Ah, nein, als letzter. Ey, Mann. Nein, Leute. Den einen. Ich war vorletzter, zweiter geworden. Ach, Mann, ey. So lost, schade. Okay, Leute, aber keine Sorge. Wir werden gleich noch einen Win holen. Aber jetzt würde ich sagen, kümmern wir uns erstmal darum, dass wir unseren Special Skin kriegen, Leute. Oh, wir haben hier was Neues im Game Pass wieder freigeschalten. Oh, zack, nochmal ein paar extra Stumble Tokens. Das kann nicht schaden. So, jetzt gehen wir mal hier. Let's go. Also, wir haben richtig viele Münzen. Wir werden jetzt diese epischen Dinger öffnen. Hier hat man 1% Chance auf einen Special Skin. Wir können, wie gesagt, insgesamt 100 Mal drehen. 10 mal 10. Wir machen das jetzt einfach mal hier. Let's go. Egal, was es kostet, ich werde alles verballern. Ich werde hier nicht aufhören. Ich werde hier nicht aufhören, bevor wir nicht einen Special Skin jetzt hier kriegen. Ey, Mann, es ist belastend. Es ist wirklich belastend. Weil ich hab schon wirklich oft hier gedreht. Ich habe hier schon so viel Geld reingesteckt. Macht das nicht nach, Kinder. Gebt kein Geld für Videospiele aus. Unnötig. Ihr seht ja, was passiert, wenn ich das hier mache. Episch. Noch nicht mal einen legendären haben wir hier bekommen. Komm, komm. Ich will ein Special. Ich will einfach ein. Es gibt 4 Special Skins nur. Nur 4 Stück, Leute. Ja, Duplikat. Viele. Die meisten habe ich halt auch schon, weil ich echt schon oft gedreht. Boah, dieser blaue Ninja, den hätte ich gern. Okay, schade, schade, schade. Komm, komm. Gönn, bitte. Gönn, gönn. Gönn, Bruder, gönn. Oh, der blaue Ninja. Oh, okay. Legendären ist auch cool. Ist cool, der Hai. Der Hai, sage ich schon, der Eisbär. Oh, nein, einer vorbei. Ich will unbedingt den blauen Ninja. Das ist sogar noch mein Lieblings-Special-Skin. Oh, einer daneben. Es war nur einer daneben. Ja, der rote Drache. Also natürlich würde ich mich auch über einen roten Drachen freuen, aber es ist noch den ich am uncoolsten finde. So, komm, nochmal 10. Ich werde hier nicht aufhören. Wir machen hier Pack Opening. Pack Opening. Okay, Mumie nochmal. Das Ding ist, ich hab 50 Euro dafür ausgegeben. Und da stand, man kriegt garantiert einen Special Skin, wenn man alle verballert. Also wenn man 100 Mal dreht, müsste man einen haben. Und ich kann 100 Mal drehen. Also es kann eigentlich nicht sein. Gut, es ist halt wahrscheinlich einfach wirklich Glückssache. Oh. Oh. Der ist so gebrochen, der Typ. Ich will den blauen Ninja haben. Let's go, Leute. Mein erster Special Skin. Oh mein Gott. Was ist zwar Zufall. Nicht der blaue Ninja, aber der grüne Ninja. Ist auch krass. Ist auch ein Special Skin, Leute. Aber wir machen trotzdem weiter. Ich werde trotzdem weitermachen. Na, ey.
Das, wir waren schon zweimal jetzt eins in den blauen. Ich hätte so gern diesen blauen. Ich finde, der sieht so krass aus. Oder dieses goldene Skelett, was da auch ist. Schon wieder eins daneben. Ey, das gibt's nicht. Ey, aber wir haben ein Special. Wir haben einen Special trotzdem schon mal gezogen. Das ist einer von vier. Sehr, sehr krass. Leute, wir machen weiter. Ich werde hier 100 Mal drehen. Ich werde hier 100 Mal drehen, Leute. Das ist jetzt hier gerade der dritte Durchlauf. Also insgesamt, wenn wir das 10 Mal machen. Okay, ein Legendärer. Der Wissenschaftler, auch cool. Dr. Egg ist cool. Eggman von Sonic. Oh, das goldene Skelett, ey. Wenn man das goldene Skelett hat, auch maximaler Flex. Maximaler Flex, Leute. Komm. Ey. Den Grün will ich jetzt nicht nochmal haben. Ey, was ist denn mit diesem Grün hier gerade? Ich will ihn nicht. Gib mir den Blauen oder den Goldenen. Blau oder Gold. Blau oder... Der Drache, den Drachen fühle ich auch nicht so. Ich will den blauen Ninja oder das goldene Skelett. Das sind die Big Bab... Das sind die Big Baba Bubu Skins. Ey. Wie oft war das jetzt schon so knapp? Oh, Mann, ey. Ach, komm schon. Bro. Oh, der Löwe. Aber auch krass. Auch legendärer. Auch sehr krass. Guck mal, die meisten hier sind schon Duplikat. Also ich habe schon wirklich viele. Komm. Gönn, gönn, gönn. Wir hören hier nicht auf. Also ich muss sagen, an sich haben wir unser Ziel schon erreicht. Weil ich habe einen Special Skin. Den werden wir uns auch gleich anschauen. Aber ist nicht einer der Special Skins, über die ich mich am meisten freue. Deswegen machen wir einfach hier weiter. Nein! Oh nee, verdammt, Alter! Komm. Geil, ich lieb's. Schadenfreude, let's grüß. Ey, das gibt's doch nicht, Mann. Schmutz, ey. Santa. Ich höre ja auch auf, wenn wir einen von den beiden bekommen. Ich höre ja dann auch auf hier mit dem Tränen. Aber ich will einen von den beiden bekommen. Der blaue Ninja oder das Goldskelett. Das ist hier die Mission. Ich hoffe, ich kriege überhaupt noch mal einen. Weil am Ende... Ja! Oh mein Gott! Oh mein Gott, Leute! Holy moly Macaroni! Ich würde sagen, wir hören jetzt auf zu drehen. Wir haben jetzt 2 von 4 Special Skins. Das, die anderen Stumble Tokens können wir ja nächstes Mal noch mal ausgeben, wenn ihr das Ganze feiert. Ich würde aber sagen... Dann können wir auch nochmal versuchen, die anderen beiden zu bekommen. Wir gucken jetzt erstmal. Oh mein Gott, warte mal, wir schauen uns erstmal den an. Boah, der sieht halt auch krass aus, ne? Schau mal, wie die funkeln. So Special Skins, die haben so eine Aura, die funkeln so. Das ist so ein Smaragd-Ninja. Ist auch krass, auf jeden Fall. Aber Leute, ich glaube, der richtige Big Baba Bubu Skin. Der richtige Big Baba Bubu Skin. Schau mal, wie viele Skins ich hier mittlerweile habe. Ist der da. Oh mein Gott, Captain Goldheart, Leute. Oh mein Gott, Leute. Das schmeckt doch. Das schmeckt doch. Ey, mit dieser Goldaura. Ey, wenn wir gleich in eine Runde reingehen. Safe Call, wir haben den krassesten Skin. Oh mein Gott. Ey, okay, komm, wir zocken nochmal. Leute, ich sag jetzt schon mal, lasst ein Like und ein Abo da. Wenn ihr wollt, dass wir nächstes Mal auch nochmal das Glücksrad drehen und versuchen, noch die beiden anderen Special Skins zu kriegen. So, Leute, ab geht's in die Runde. Was wird hier das erste Game sein mit unserem neuen Goldskin? So, komm, 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 jetzt hier, bitte was. Ey, Leute, wir werden jetzt safe win holen. Okay, okay, Leute. Easy. Sollte easy machbar sein. 16 Leute kommen mit. Sollte kein Ding für den King sein. Ey, Leute, niemand hat so einen Special Skin wie wir. Niemand. Ey, allein schau mal, wie Gold der leuchtet. Das ist so nice. Oh, oh mein Gott. Oh nein, oh nein. Oh mein Gott, direkt reingechoked hier mit unserem neuen Goldskin. Was ist denn jetzt hier los? So, und zack. Es kann natürlich auch sein, dass jetzt die Leute ein bisschen mehr Auge hier auf uns machen, ne? Das kann natürlich jetzt echt ein bisschen sein, aber... Gut, Leute. Wird schon. Und manchmal ist es auch einfach schlauer... Nein! Was ist denn gerade los mit mir, Leute? Ich glaube, ich bin von meinem eigenen Goldskin einfach geblendet. Ich bin geblendet, weil das Gold so krass ist. So ein Ding ist das. So easy, Leute. Boah, einfach Flex. Also der Goldskin, sage ich euch ehrlich, ist einfach Flex. Hat hier niemand. So, wir gucken mal, 1, 2 kommen noch weiter. Aber war jetzt auch nicht, war kein guter Run hier von mir. War nicht gut von mir. Aber egal. Hauptsache, man ist weiter. Ist egal. Raus, weg, Schmutz, weg mit euch. Schmutzberge. Ey, oh mein Gott, dieser Gold, ne? Ich will mich nicht wiederholen, es tut mir leid, aber allein da hinten wieder, ne? Wie krank sieht das aus? Ich heiße übrigens iCrimex Fake.
weil einfach alle anderen Namen mit iCrimex schon komplett vergeben waren. OG, iCrimex, iCrimex, OG mit 5G ist alles. Alles war, ihr habt einfach meinen Namen hops genommen in dem Spiel schon. Was ist das denn, Leute? Die Map hatte ich noch nie gehabt. Mit diesen Kanonen. 8 Leute können weiterkommen. Boah, ist, glaube ich, schwierig. Ist, glaube ich, ein schwieriger Hase. Leute, ich glaube, soll ich das Game auch mal anfangen? Man muss hier diesen Kanonen... Würde ich mal machen. Ey. Ich bin doch Pirat. Warum werde ich hier mit meinen eigenen Kanonenkugeln angeschossen? Ja, weil das halt Bisch und so weiter. Der goldene Pirat kriegt halt mal Kanonenkugeln in die Fresse. Und schwer den Ball in die Fresse. Nee, wird er nicht schaffen. Oder? Ja, doch. Knapp. Oh mein Gott, knapp. Knappes Ding. Wir sind als letzter gerade noch reingekommen. Puh, also heute, also die Runden mit dem Goldskin bis jetzt waren hier ein ganz knapper Hase, Leute. Ganz, ganz knapper Hase. Okay, was haben wir jetzt? Was kommt als nächstes? What's next? Jetzt ist schon wieder Finale. Oh, die. Aber Leute, Rutsche, meine Lieblingsmap. Rutsche ist meine Lieblingsmap. Ich sage euch hart auf hart, das könnte hier wirklich was werden. Rutsches Lieblingsmap. Oh, der Typ ist auch ein Profi. Der ist ein Sweater. Ich sehe schon. Oh, Kopf an Kopf rennen. Ich darf mir jetzt keinen Fehler erlauben. Wir sind aber Erster. Wir sind Erster. Es kann was werden, aber ich darf mir keinen Fehler erlauben. Wir fast rausgeflogen. Oh mein Gott. Leute, ich bin so am Sweaten. Ich bin on fleek. Ich bin on fleek hier. Ich bin on fleek. Nein, 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 nein. Nein, 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 nein. Hey, nein. Ja, er ist auch hängen geblieben. Nice, ich bin wieder hängen geblieben. Oh mein Gott, oh mein Gott. Nope. Ich fliege an den... Nein, ich fliege vorbei. No way, no. Ich bin an dem Ding vorbeigeflogen. Leute, noch, ey, jetzt last try. Jetzt, wir holen... Hey, iCrimex Schmutz. Ich schwör's euch. Oh, Leute, Teilfall, okay? Also hier, ich sage euch ehrlich, hier muss man den taktischen Hasen machen. Ich lasse einfach die anderen mal ein bisschen vorlaufen. Sollen die mal ein bisschen gucken, wo die... Ah, ja. Ah, so ein Ding. Ey, es ist doch klar, dass es nur in diese Einrichtung geht. So. Ja, genau, guck mal. Genau, lauf mal schön vor. Guck mal, wo der Weg hier ist. Ich werde das nicht rausfinden jetzt. Ah, komm, okay, nice. Ich glaube, wir sollten dabei sein bei den ersten 16. Ich glaube... Ja, aber knapp. Knappes Ding hier. So, hier. Jetzt, Leute, der Win muss jetzt kommen mit Goldskin. Ich sage euch ehrlich, wenn jetzt Win nicht kommt... Oh, belastend. Sehr belastend. Okay, nächste Map. 8 Leute sind ja auf der nächsten Map. What's next, Leute? What's next? Oh. Ja, gut. Ist okay, Leute. 8 Leute kommen durch. Sollte machbar sein. Man muss hier einfach viel diese Jumps machen. Oh nein, okay, das war schlecht. Sehr schlecht, aber egal. Ey! Ey, wir sind hier verglitscht! Was war das denn? Einfach immer viel jumpen. Immer springen, Leute. Immer schön springen. Das ist der Trick bei Stumble Guys. So, jetzt laufen wir hier außen rum, direkt zu den Treppen. Ist erst einer bei den Treppen? Okay. Hey, Bruder, sabotiert doch nicht, ey. Mach doch nicht diese auf Sabotage angelehnt. Okay, easy. Cheat zu dem Double Cheat. Okay, wir sind dabei. Wir sind dabei, Leute. Und danach kommt jetzt nämlich auch schon das Finale. 8 Leute jetzt hier nochmal. Und dann wird jetzt wahrscheinlich Finale kommen, wo nur einer gewinnt jetzt. Der Goldskin, ne? Hier, auch mit diesem blauen Himmel. Hintergrund, ganz, ganz wilder Flex. Wer hat den Goldskin? Wer hat dieses Goldskelett? iCrimex hat das Goldskelett, Leute. So, was wird das finale Game? Oh nein! Ey, Leute, die Map kenne ich noch nicht. Warum kommen denn gerade immer so Spiele, die ich noch nicht kenne, ey? Was denn? Also Floor ist Lava oder was ist das jetzt hier? Muss man jetzt überlegen. Muss man den taktischen Hasen aktivieren? Wahrscheinlich immer so ein bisschen weiter nach oben gehen. Damit einen die Lava nicht erwischt, nehme ich jetzt einfach mal... Oh mein Gott. Das Problem ist, die anderen, die drücken einen auch hier immer so ein bisschen. Auf ganz ehrenloser Basis.
3 sind schon raus. Aber warte mal, wenn 6 raus müssen, wir waren 8. Oder nicht? Ich glaube, das ist noch gar nicht das Finale. Nein. Oh. Müssen wir abwarten. Nein, ach Leute, man kommt da nicht hoch. Ach ey, was ist das denn hier? Schmutz, Junge, Schmutz. Leute, ich würde sagen, das soll es gewesen sein. Stumbleguys, leider jetzt heute kein Win geholt. Aber könnt ihr auf Paulberger Kanal sehen, wie ich noch einen Win geholt habe. Aber nichtsdestotrotz, wir haben diesen fetten Goldskin. Lasst ein Like und ein Abo da und bis dahin haut rein, Leute, euer Kramix. Ja, nachdem du 50 Euro da reingepayt hast, Junge. Typischer Crimex, erstmal 50 Euro für so ein Game reinpacken. Pain. Leute, ich könnte ja auch mal danach gucken.